Einen wunderschönen Abend zum Bible Study heute und auch für all die, die sich das später anhören. Wir haben heute eines der interessantesten Bücher der Bibel vor uns, nämlich die sogenannte Apostelgeschichte. Ich nenne es allerdings gerne Jesus 2.0, denn als es da war im Evangelium, da hat er unmittelbar gewirkt. Und dann aber in der Apostelgeschichte ist es so, dass er eben durch Himmelfahrt im Himmel aufgenommen ist und jetzt mittelbar wirkt durch eine Apostel und auch durch den Heiligen Geist, den er gesandt hat. Und von daher ist es eigentlich die Fortsetzung der Jesus-Geschichte durch die Apostel und durch den Heiligen Geist. Es geht also hier in der Apostelgeschichte nicht um die Biografien der Apostel oder irgendwie jetzt die einzelnen Apostel alle so darzustellen. Die spielen schon eine große Rolle, was sie tun, aber hauptsächlich kollektiv. 23 Mal werden die 12 Apostel so erwähnt in der Apostelgeschichte, aber hauptsächlich geht es eigentlich um zwei Apostel, nämlich um den Apostel Petrus und den Apostel Paulus. Wie wir noch sehen werden, das ganze Buch ist auf diese zwei Apostel hin konzentriert. Der Verfasser dieses Buchs ist der Lukas, der Arzt, der auch Begleiter war von Apostel Paulus und auf manchen seiner Missionsreisen oder auch der Schiffsreise am Ende dann dabei war. Und wir sehen das dann an den sogenannten Wir-Berichten. Also durch Ausschlussverfahren kommt man dann dahin, dass man sieht, also derjenige, der bei diesen Wir-Berichten immer dabei war, das kann dann nur das gewesen sein. Und auf einige andere Gründe noch, warum die Wir-Berichte mit Lukas in Verbindung gebracht werden. Als Quelle hatte Lukas für seine Apostelgeschichte zum einen natürlich die viele Gelegenheit, mit Zeugen zu sprechen, mit den Aposteln in Jerusalem zu sprechen, mit anderen Betroffenen zu sprechen. Natürlich war viel mit Paulus unterwegs, hat man selber auch miterlebt. Es gab auch die eine oder andere schriftliche Aufzeichnung in der Urgemeinde, zum Beispiel der Beschluss des sogenannten Apostelkonzils, Apostelgeschichte 15, das ist auch schriftlich gehalten worden. Ja. Aber hauptsächlich mündliche Mitteilungen durch Zeitzeugen, die er befragt hat und sicherlich genau gewissenhaft befragt hat, wie er das auch bei dem Evangelium getan hat. Lukas ist nämlich ein Hobbyhistoriker, aber der hat ziemlich gute Qualität als Historiker, das ist also wirklich richtig gut als Historiker. Und gerade so auch weltliche Forscher, die erkennen das wohl an, dass die Aussagen, die wir in der Apostelgeschichte finden, also von sehr, sehr hoher historischer Zuverlässigkeit sind und auch Genauigkeit. Man sieht das zum Beispiel bei den verschiedenen Titeln von Beamten, die ja sehr variiert haben in den einzelnen Provinzen und so und die immer absolut hundertprozentig zutreffend von Lukas dargestellt werden. Die Abfassungszeit ist Anfang der 60er Jahre, denn die Apostelgeschichte reicht von ein paar Tage vor der Himmelfahrt Jesu bis praktisch etwa 63 nach Christus, wo Paulus dann schon 2 Jahre in U-Haft, könnte man sagen, in Rom ist und 2 Jahre so gefangen ist mit gewissen Freiheiten. Und dann bricht das plötzlich ab. Ja. Und man geht davon aus, dass es so weit reicht und dass dann um diese Zeit das niedergeschrieben worden wäre. Denn es gab noch wichtige Ereignisse danach, zum Beispiel die Christenverfolgung der Nero, die sich dann in der Apostelgeschichte nicht findet, die im Jahr 64 nach Christus war. Oder auch der Märtyrertod Jakobus und die Zerstörung Jerusalems 70 nach Christus. Das findet alles keine Erwähnung in der Apostelgeschichte. Und daraus schließt man, dass es so wahrscheinlich 63 nach Christus zum Abschluss gekommen ist. Also wir haben hier die geschichtliche Entwicklung der Gemeinde Jesu von Jerusalem hin nach Rom und zwar in einem Zeitraum von etwa rund 30 Jahren, wenn also der Tod und Auferstehung so 32 nach Christus war und die Apostelgeschichte dann 63 nach Christus abbricht, wo Paulus noch im Gefängnis in Rom ist, dann haben wir also 3 Jahrzehnte, die hier gerafft zusammengefasst sind. Und natürlich kann Lukas nur die absoluten Highlights hier bringen. Wichtig ist noch der Zweck. Was hat Lukas beabsichtigt, als er die Apostelgeschichte schrieb?
Und wir sehen, dass er auch dieses Buch dem Theophilus widmet, genauso wie auch das Evangelium. Und er beginnt dann sein Buch, in meinem ersten Buch, damit meint das Evangelium: Verehrter Theophilus, habe ich über alles berichtet, was Jesus getan und gelehrt hat. Und zwar von Anfang an bis zu dem Tag, an dem in den Himmel aufgenommen wurde. Und die Apostelgeschichte ist praktisch dann die Fortsetzung, was dann Jesus weitergetan hat, nicht mehr leibhaftig hier auf Erden, aber dann durch die Apostel und den Heiligen Geist, den er gesandt hat, und er dann die Gemeinde gebaut hat, von der er gesagt hat, ich werde meine Gemeinde bauen. Und hat er dann gebaut durch die Apostel und durch den Heiligen Geist. Und das ist dann der Gegenstand, wie das laufen ist in den ersten 30 Jahren, was die Apostelgeschichte uns bietet. Also es ist praktisch die Fortsetzung und informiert das Leben und die Tätigkeiten der Apostel. Beide Bücher, Evangelium und auch die Apostelgeschichte, sind an Nicht-Juden gerichtet, speziell an die Bürger des Römischen Reichs, die also Griechisch sprachen und auch Hellenisten waren, also von der hellenistischen Kultur geprägt waren. Lukas unterstreicht die religiöse Frömmigkeit, die moralische Reinheit und auch die politische Unschuld der Christusgläubigen. Das Christentum hat seine Wurzeln ja im Judentum und steht aber im Gegensatz zum Judentum, die doch sehr abgeschlossen waren. Da kamen nur einzelne Proselyten mal hinzu, aber man hat überhaupt keine Missionsarbeit in dem Sinne betrieben. Sonderlich, aber das Christentum steht allen Menschen um und ist von vornherein Jesus so konzipiert, dass es eigentlich allen Menschen gilt und eben von, weil es eine universale Bedeutung für die gesamte Menschheit hat, an allen Orten auf der Erde und zu allen Zeiten der Geschichte. Das Wirken des Heiligen Geistes, durch das Wirken des Heiligen Geistes findet das Evangelium die Verbreitung von Jerusalem, Kapitel 1 bis nach Rom, Kapitel 28, Rom als das Zentrum des Imperium Romanum. Und dieser Missionsbefehl, den wir in Apostelgeschichte 1,8 lesen, wo Jesus sagt, wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen und dass meine Zeugen auftreten. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis dann in den letzten Winkel der Erde. Das ist eigentlich fast mehr eine Feststellung, dass Jesus sagt, es wird so sein, eben meine Zeugen sein. Und diese Stationen, die geschrieben sind, in Jerusalem, in Judäa und Samarien, bis in den letzten Winkel der Welt, also bis nach Villingen und Sinn und Freiburg und überall hin. Ja. Und das findet sich in der Apostelgeschichte, Jerusalem als zentraler Ort der Evangeliumsverkündigung in den ersten 7 Kapiteln. Dann Judäa, Samarien, vor allem in Kapitel 8. Und dann, wenn es an die Enden der Erde geht, also über Judäa und Samarien hinaus, in die Welt, Kapitel 9 bis 28, ist dann da der Schwerpunkt. Das Evangelium hat sich aber nicht nur geografisch ausgebreitet, sondern auch zahlenmäßig hat die Gemeinde unglaublich zugelegt. Ja, von einem kleinen Jüngerkreis, ja, und dann 120 Leute im Obersaal, die zusammen waren, auf das Kommen des Heiligen Geistes gewartet haben. Also wirklich relativ wenig Leute, bis hin zu einer überall freuten Gemeinnetzwerk, könnte man sagen. Und auch in Rom eine große, riesige Gemeinde. Ja. Also es hat sich unglaublich innerhalb von den ersten 30 Jahren ausgeweitet, eine unglaubliche Dynamik. Es wird auch deutlich, dass das Christentum überhaupt keine Gefahr für den Staat darstellt. Das Judentum war ja im Imperium Romanum, also im Römischen Reich, eine sogenannte Religio licitas, eine erlaubte, eine geduldete Religion. Und die Juden waren sogar vor dem Kaiseropfer offiziell befreit. Die mussten ja kein Kaiseropfer bringen. Und die Christen, die christlichen Gemeinden, die liefen ja erstmal so im Windschatten des Judentums und wurden ja von der Außenwelt eigentlich wahrgenommen als einfach so eine spezielle Richtung innerhalb des Judentums. Ja. Das hat sich natürlich dann immer mehr dann gezeigt, dass es ja ganz eigenständig ist und weit über das Judentum hinausgeht, weil es eben allen Menschen gilt.
Und dieses staatliche Privileg, das haben auch erstmal die Christen so quasi mitnehmen können, weil sie ja quasi wie so eine jüdische Gruppierung eingeschätzt wurden von der Außenwelt. Und Lukas erwähnt auch in seiner Apostelgeschichte verschiedene günstige Urteile, die römische Offiziell festgestellt haben, verlautbart hatten im Blick auf das Christentum. So ist also diese Schrift auch durchaus geeignet, eigentlich eine gewisse Verteidigung des Christentums gegenüber römischen Beamten zu sein. Ja, dass es da überhaupt keinen Sinn macht und auch gar nicht notwendig, die Christen irgendwie zu verfolgen und zu behelligen, weil die völlig harmlos sind und einfach gute Leute sind. Ja, das Böses tun. Die Apostel haben dann das Evangelium immer zuerst den Juden geprägt, der Apostel Paulus. Es war absolut eine Missionsstrategie, immer da zu gehen, wo die Juden sind und da immer zu beginnen. Ja, und erst wenn sie dann ablehnend waren, hat er sich dann mehr den Heiden zugewandt, wie wir das auch noch sehen werden. Der Buchaufbau der Apostelgeschichte ist eigentlich sehr einfach. Es hat eigentlich zwei Hauptteile. Ganz einfach. Der erste Teil ist Kapitel 1 bis 12 und hier geht es um den Dienst des Petrus und der Apostel, also des Zwölferkreises. Schwerpunkt dieses Dienstes, nicht nur, aber der Schwerpunkt dieses Dienstes ist die Judenmission, auch wenn es dann ein bisschen nach Samarien geht, aber das ist hauptsächlich die Judenmission, Kapitel 1 bis 12. Und der zweite Teil der Geschichte, Kapitel 13 bis 28, hat eine andere Zahlgestalt, nämlich den Apostel Paulus und sein Mitarbeiterteam. Er hat wieder verschiedene Mitarbeiter, mit denen er zusammenarbeitet. Und ist der Schwerpunkt dann die Heidenmission, obwohl natürlich er auch unter Juden missioniert, aber der Schwerpunkt ist ganz klar die Heidenmission. Also so haben wir diese Zweiteilung, 1 bis 12, Petrus, Judenmission, 13 bis 28, Schwerpunkt Paulus, Heidenmission. Zweite, was noch wichtig ist im Buchaufbau, ist, dass wir diese Zweiteilung ist sehr beabsichtigt und es wird deutlich dargestellt, dass der Petrus und der Paulus wirklich auf einer Ebene sind, wirklich gleichwertige, herausragende Mitarbeiter Gottes. Und man sieht das, dass es unglaublich viele Parallelen gibt zwischen Petrus im ersten Teil, Kapitel 1 bis 12, und Paulus im zweiten Teil, Kapitel 13 bis 28. Von beiden wird eine erste wichtige Predigt sehr ausführlich geschildert, bei Petrus Kapitel 2, bei Paulus Kapitel 13, eine Missionspredigt. Dann beide reden hervor durch besondere Heilungen, dann Heilung eines Armen bei Petrus und andere Heilungen bei Paulus. Dann werden beide, haben eine Konfrontation mit einem Zauberer. Petrus konfrontiert den Zauberer Simon in Kapitel 8. Paulus konfrontiert den Zauberer Elymas, Kapitel 13 auf Zypern. Und dann gibt es auch sehr kuriose Heilungsstories bei beiden, wo ganz, auf ganz ungewöhnliche Art und Weise Heilungen geschehen. Bei Apostelgeschichte 5 und zusammen mit Petrus werden manche geheilt, die nur den Schatten von Petrus abkriegen. Also Petrus läuft da vorbei und sie sind bis in den Schatten von Petrus und erfahren Heilung. Also ohne Berührung, ohne Ansprache, gar nichts. Einfach nur im Schatten des Petrus und werden gesund. Auch bei Paulus werden Schweißtücher des Paulus werden benutzt und Leute das anfassen und berühren, erfahren auch wundersame Heilung. Also außergewöhnliche Heilungsstories liegen davor. Da gibt es sehr bedeutsame Handauflegungen bei beiden. Petrus legt in Samaria, Samarien, den Samariter die Hände auf und dann bekommen sie den Heiligen Geist. Da fehlte vorher nicht noch. Paulus begegnet den Jüngern des Johannes, Ephesus. Und er legt ihnen dann auch, nachdem ihnen das Evangelium erklärt hat, die Hände auf und sie erhalten dann den Heiligen Geist. Also auch hier genau die Parallele zwischen Petrus und Paulus. Beide, Petrus und Paulus, werden komischerweise angebetet von Menschen. Also dass
Leute so beeindruckt sind von Petrus und auch vom Dienst des Paulus. Wir meinen, jetzt sind die Götter hier runtergekommen. Also in Kapitel 10 will der Hauptmann Cornelius, will da Petrus anbeten. Das sieht Petrus natürlich ab. Und Paulus in Lystra, wo die Leute denken, jetzt ist Zeus gekommen auf Erden oder so und wollen anbeten, das lehnt er natürlich auch ab. Also erstaunlich. Beide fallen dann auf durch eine Totenauferweckung, also eines der gewaltigsten Wunder, die es überhaupt gibt. Petrus weckt die Bitter auf, die verstorben war. Paulus weckt den jungen Mann Eutychus auf, der da aus dem Fenster, vom Fenster gefallen war und drei Stockwerke runter und tot war. Und beide werden auch verhaftet. Also wir haben wirklich diese ganz starke Parallele zwischen Petrus und Paulus. Und diese Parallelen finden sich auch fast in der ähnlichen Reihenfolge. Und dieser Aufbau, der ganz bewusst von Lukas gewählt wurde, bestätigt eine tiefe geistliche Wahrheit, die Paulus im Galaterbrief erwähnt. Und die will ich kurz lesen, diese geistliche Wahrheit. Und weil manche haben ja auch versucht, in Korinth nehmen wir das, ein bisschen irgendwie Petrus-Partei zu machen, eine Paulus-Partei oder so. Und davon halten die Apostel natürlich nichts. Und sie haben verschiedene Aufgaben, vier Punkte. In Galater 3, Vers 7 bis 9 heißt es, da sagt er, als die Menschen sahen, dass die Heilsbotschaft für die nicht-jüdischen Völker anvertraut war, sagt Paulus, so wie sie Petrus für die Juden empfangen hatte. Denn Gott bestätigte Petrus als Apostel für die Juden und wirkte durch mich unter den nicht-jüdischen Völkern. Als sie mir verliehene Gnade erkannten, gab Jakobus, Kephas und Johannes, die als Säulen der Gemeinde angesehen wurden, mir und Barnabas als Zeichen der Gemeinschaft die Hand. Wir sollten weiter unter den nichtjüdischen Völkern arbeiten und sie würden es unter den Juden tun. Also die ganze Gemeindeentwicklung in den ersten Jahrzehnten hat Gott praktisch mit einer Zangenbewegung vernommen. Einmal mit Petrus und den Aposteln hat er ganz stark unter den Juden gewirkt. Und hat er sich den Paulus berufen und nicht gleichwertig mit gleicher Kraft und Machtausstattung und Vollmacht hat Paulus diesen Dienst unter den Heiden durchgeführt. Das ist sehr wichtig, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dass wir das im Hinterkopf behalten, dass es sehr stark darum geht, eben der Petrus als der Apostel der Juden und der Paulus als der Apostel der Heiden, dass die völlig gleichwertig dargestellt werden. Ein weiteres, was man sehen sollte, wenn man die Geschichte liest, ist, dass alles glatt geht. Ja? Also man hat ja oft manchmal so eine ganz romantische Vorstellung, dass damals so in den Anfängen der Urgemeinde so alles nur super war und alles nur gut war. Und das stimmt einfach überhaupt nicht. Da war nicht einfach alles nur super, es war sehr, sehr schwer. Und da gab es Schwierigkeiten aus zwei Richtungen. Die eine Schwierigkeit war, dass es ganz viel Opposition gab. Opposition vor allem von Juden, die nicht zum Glauben gefunden haben. Die haben ganz stark gegen die Christen gearbeitet, gegen die Apostel gearbeitet. Und das ist auch teilweise dann sehr eskaliert, diese Opposition gegen die Christen, bis dahin Christen zu Tode gebracht wurden. Also das ist die eine Herausforderung, die eine Schwierigkeit, mit der die Gemeinde von Anfang an zu kämpfen hatte, die bis heute anhält in der Welt. Das ist die Feindschaft von Gläubigen, ja, und unter dem Stichwort Verfolgung. Und das ist aber nicht alles, sondern wir haben dann auch große Schwierigkeiten und immer wieder neue Schwierigkeiten aus der Gemeinde selbst heraus, die einfach auftreten innerhalb der Gemeinde, wo es dann einfach Lösungen braucht. Und das Wunderbare, was man dazu sehen ist, obwohl es extreme Verfolgung teilweise gibt und immer wieder diese feindliche Opposition gegen das Evangelium, ist das Evangelium trotzdem einfach unaufhaltsam. Es ist einfach nicht zu bremsen und Gott hat immer eine Reaktion und im Gegenteil, Gott setzt eigentlich dann sogar in der Regel noch eins drauf und die Ausbreitung des Evangeliums beschleunigt sich dann. Und bei den internen Angriffen oder internen Problemen, die in der Gemeinde auftreten,
die werden dann einfach gut gehandelt, würde ich mal sagen. Und dann kommt es auch sehr schnell und zügig zu sehr guten, nachhaltigen Lösungen. Wir werden das sehen. Also die Gemeinde war nicht ideal und fehlerfrei, sondern die hat es einfach sehr gut verstanden, mit den Herausforderungen umzugehen und auf Schwierigkeiten auch aus den eigenen Reihen heraus da Lösungen zu finden. Auch durch die Kraft und Wirkung des Heiligen Geistes, wie wir noch sehen werden. So, jetzt genug der Vorrede. Und jetzt möchte ich so einen Gang dieser Apostelgeschichte machen in der nächsten Dreiviertelstunde, ist vielleicht knapp 60 Minuten, um einfach durch diese 28 Kapitel mal ein bisschen durchzublättern. Ja, und gerade diese Sache mit den internen Problemen und die Opposition von außen, die werden wir sehr, sehr deutlich sehen, wie das ist. Im Grunde genommen beginnt die Apostelgeschichte gleich mit einem internen Problem. Das nehmen viele Christen nicht wahr, aber das ist eins. Denn wir sehen dann, dass die Jünger nämlich eine andere Vorstellung und Erwartung haben, was kommen wird als Jesus. Ja. Deshalb fragen sie ihn, also die Jünger, Jesus, als er unter ihm immer wieder mal erschien, Herr, wirst du dann das Reich Israel wiederherstellen? Oder jetzt in dieser Zeit? Ja? Also das war ihre Fokussierung. Sie waren fokussiert auf die Wiederherstellung des Reiches für Israel, sprich auf das sogenannte Millennium, dass das kommt, dass also Jesus, dann, auch wenn er jetzt gen Himmel fährt, dann sehr schnell zurückkommt und das Reich aufrichtet und dann auf dem Thron David sitzt und Israel regiert und von Israel raus dann die Weltherrschaft innehat und alle Völker und Nationen regiert und das dann Reich des Friedens ist und des Wohlstandes und des Glücks und so weiter. Das war ihre Ausrichtung. Sie warteten auf diese Umsetzung des davidischen Reiches und der Führung des Messias, des Königreiches in Israel unter der Führung des Messias. Deswegen sagen sie, Herr, wirst du das Reich Israels wiederherstellen? Und diese falsche Fokussierung korrigiert Jesus jetzt ganz sanft und tut ihnen einen neuen Fokus einstellen. Jesus erwiderte, der Vater hat die Zeit und Wissen dafür selbst bestimmt. Also Jesus sagt nicht, diese Erwartung ist völliger Käse, ihr habt da was missverstanden, es geht gar nicht mehr um ein politisches Reich in Israel mit dem Thron da, das ist alles Unsinn, sagt Jesus gar nicht. Das hat voll seine Berechnung. Das wird auch kommen, wenn Jesus wiederkommt, wird genau dieses Reich aufgerichtet werden. Aber das ist jetzt nicht ihr Thema. Das ist jetzt nicht das, was für die Apostel dran ist. Sondern sagt, der Vater hat die Zeit und Frist dafür selbst bestimmt. Ihr müsst gar nicht wissen, wann er das aufrichten wird. Er wird das aufrichten. Aber das ist nicht euer Ding zu wissen, wann das genau sein wird. Und sagt, das müsst ihr nicht wissen. Aber das, was ihr müssen, ist was ihr wissen müsst, ist folgendes. Wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen und als meine Zeugen auftreten in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis in den letzten Winkel der Welt. Jerusalem und Judäa, das mag für die Juden damals, für die Apostel noch gar annehmbar gewesen sein. Aber schon in Samaria ist es schwieriger. Denn die Juden haben einen Bogen normalerweise um Samaria gemacht. Es lag so zwischen Judäa und Galiläa. Und der kürzeste Weg nach Galiläa wäre eigentlich dann durch Samarien. Aber ein frommer Jude hat es einfach gar nicht gemacht. Der hat lieber einen Umweg von Dutzenden von Kilometern auf sich genommen, ja, um Samarien zu gehen. Man wollte überhaupt keine Gemeinschaft mit Samaritern haben. Also das ist schon mal das Erste, wo Jesus sie korrigieren muss. Samarien ist nichts Schlimmes, ist nichts Böses. Das müsst ihr nicht meiden, sondern ihr habt da einen Auftrag in Samarien. Aber nicht nur Samarien, sondern bis in die letzten Winkel der Welt, also in die ganze Welt. Und die Juden waren also mehr so potenzielle Leute, ja, die waren also da mehr gewohnt, also die Apostel aus Galiläa, das waren keine Weltbürger, ja, die haben nicht groß in Weltdimensionen gedacht. Die haben in Galiläa und in Judäa und Jerusalem, das war ihre Welt. Und jetzt beauftragt Jesus das Evangelium nicht nur in Jerusalem, Judäa, sondern auch in Samaria und bis an die letzten Enden der Erde auszubreiten. Also das
diese Fokussierung der Apostel auf das Millennium, also das Reich Gottes für Israel, bei der Kunft Jesu. Jesus korrigiert das und gibt ihnen einen neuen Fokus, und der Fokus ist Weltmission. Und wir werden noch sehen im Laufe der Apostelgeschichte, dass die Jünger große Schwierigkeiten hatten, wirklich große Schwierigkeiten hatten, das wirklich so anzunehmen. Haben das selber gar nicht wirklich so umgesetzt. Da musste Gott ganz schön helfen, dass sie da in die Puschen kamen in der Richtung. Okay, und als dann Jesus das gesagt hat, sagt sein letztes Wort, das Vermächtnis, letzte Worte großer Männer, ja, letzte Wort, was er an Sieger hier hat, war diese Sache mit der Weltmission. Und als gesagt, er wurde emporgehoben und hat eine Wolke sie vor ihren Augen verhüllt. Und dann haben sie noch in den Himmel gestarrt, als sie längst weg war und nicht mehr zu sehen war. Und dann sehen sie plötzlich zwei Engel in leuchtend weiß gekleidet und sagen, ihr Männer von Galiläa, sagten sie, was steht ihr hier und starrt in den Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel gehen sehen. Das ist noch eine ganz wichtige Botschaft. Ihr habt ihn jetzt in den Himmel gehen sehen, in einer Wolke, und dann war er weg. Aber genau so, und auch hier wohl auf dem Berg, da wird er wiederkommen, mit den Wolken des Himmels. Aber wann, das wissen wir nicht. Aber er wird genauso wiederkommen. Jesus hat in Matthäus-Evangelium klar gesagt, wann er kommen wird. Wenn das Evangelium reich geprägt wird in der ganzen Welt, zu einem Zeugnis für alle Völker, dann wird das Ende kommen. Dann kommt die Trübsalzeit und nach der Trübsalzeit kommt er wieder. Also es war noch ein ganz, ganz weiter Weg dahin und es war nicht anzunehmen, dass es in ein paar Jahrzehnten zu schaffen sei. Heute wissen wir, dass wir über 8000 Ethnien haben, die mit dem Evangelium erreicht werden müssen, also Völker, Volksgruppen. Ja. Und das ist bis heute nach 2000 Jahren Missionsarbeit immer noch nicht alle erreicht. Ja. Also es ist eine riesen Mammutaufgabe. Aber das haben die Jünger damals noch gar nicht so abschätzen können. Die sind dann zurückgekehrt vom Ölberg nach Jerusalem und haben dann sich mit den Aposteln dann dort versammelt. Auch einige Frauen waren dabei und haben einfach gebetet, waren beieinander und haben gewartet, weil das hat Jesus gesagt, ihr sollt in Jerusalem bleiben, bis der Heilige Geist kommt. Und an einem dieser Tage, dieser Warttage, wo sie einfach auf den Heiligen Geist gewartet haben, waren etwa 120 Personen versammelt. Und dann steht mal der Petrus auf und ihm ist nicht eingefallen, wir haben ein Problem. Das zweite Problem. Und zwar, das zweite Problem ist, dass Judas ja ausgefallen ist. Einer von den Zwölfen. Der fehlt. Wir sind jetzt nur noch 11. Und Judas ist auch, hat sich dann auch umgebracht. Und Paulus hat den Petrus hat den Durchblick vom Alten Testament her, das hat ihm der Heilige Geist sicherlich geschenkt, dass, oder hat Jesus vielleicht auch mit ihm gegenüber schon angesprochen gehabt, auf jeden Fall, hat Petrus erkannt, dass in der Heiligen Schrift schon vorhergesagt war, einer von den 12, einer von den Genossen Jesu sozusagen, des Messias, ihn warten würde und auch sein Amt verlieren würde. Und dann zwei Schriftstellen, die er dann zitiert. Und er kommt dann zum Schluss, dass das Amt einem anderen gegeben wird, wie es da steht. Da heißt es, seine Wohnung öde werden, niemand wohne mehr darin und sein Leitungsamt soll ein anderer bekommen. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Und deswegen endet die Initiative und sagt, wir müssen da eine Lösung finden, dass jemand dieses Amt übernimmt. Und wer soll das sein? Jetzt ist das sehr wichtig, dass den Apostel ganz klar war, dass da bestimmte Kriterien erforderlich waren, um dieses Amt einzunehmen. Petrus sagt hier, das muss einer von den Männern sein, die zusammen mit uns die ganze Zeit dabei waren, der Herr Jesus bei uns ein- und ausging. Vom Anfang an, zwar am Tag seiner Taufe durch Johannes an, bis zum Tag seiner Aufnahme in den Himmel. Also es waren so etwa 3 Jahre, die ganzen 3 Jahre muss er irgendwie mit dabei gewesen sein. Er muss Zeuge sein, auch Zeuge seiner Auferstehung. Ja. Von denen muss einer Zeuge seiner Auferstehung mit uns werden. Und da gab es nur zwei Leute, die da überhaupt in Frage kamen, die diese Voraussetzung erfüllten, die also so lange dabei waren und auch Jesus als Auferstandenen gesehen hatten.
weil das sollten sie ja dann auch leugnen, dass Jesus auferstanden ist. Und da haben sie dann zwei Männer zur Wahl gestellt, Josef, der auch Barsabbas genannt wird, mit beim Justus und Matthias. Und dann haben sie gebetet und weil sie ja noch nicht den Heiligen Geist in der Fülle hatten, sondern eigentlich so nach alttestamentlichen Modus noch lebten, haben sie dann ein Verfahren durchgeführt und es Gott einfach anbefohlen, dass es Ostern dann auf die richtige Person fällt. Und dann haben sie gebetet, das losgeworfen und dann haben sie diesen Losentscheid als Gottes akzeptiert und haben dann, weil es auf Matthias fiel, den Matthias als den 12. Apostel dazu gewählt. Interessanterweise lesen wir aber von diesem Matthias überhaupt nichts mehr in der Apostelgeschichte, namentlich jetzt so. Aber es war ein Vorgang, wo also eine Lücke da war, die wurde erkannt und es wurde gelöst in einem damals üblichen Verfahren, was aber nicht ein Standardverfahren ist für die Gemeinde Jesu heute, denn es war noch vor Pfingsten. Und wir haben solche Beispiele nicht, Entscheidungstreffen durch Losverfahren, haben nicht im Neuen Testament sonst. Ja. Und ich warne sehr davor, dass wir das machen. Wir sollen einfach Verantwortung übernehmen, unseren Kopf gebrauchen, die Bibel schauen, was zu tun ist und dann nach bestem Wissen und Wissen entscheiden mit Weisheit und nicht die Verantwortung abwälzen und einfach loswerfen. Ich empfehle nicht loszuwerfen, wen du heiraten sollst oder wer Ältester werden sollte in der Gemeinde, sollte man nicht Losverfahren machen. Ist nicht gut. Okay. Das waren die Ereignisse, Kapitel 1, waren Ereignisse in Jerusalem, die vor Pfingsten stattgefunden haben. Und da wurden immerhin schon mal zwei interne Probleme gelöst. Eine Fokussierung der Apostel auf das Millennium wurde korrigiert von Jesus und der Ausfall von Judas wurde kompensiert durch die Nachwahl des Apostels Matthias. Kapitel 2 bis 7 zeigt dann den Dienst an den Juden in Jerusalem, ab Pfingsten. Und der Pfingsten ist der Startschuss für die Gemeinde Jesu überhaupt, für die Weltgemeinde Jesu und auch für die Gemeinde Jesu in Jerusalem, für die Ortsgemeinde in Jerusalem. Und wir haben da diese berühmte Geschichte mit diesem Sprachenwunder, wo der Heilige Geist kommt mit diesem Sausen und den Feuerflammen. Dann sprechen die Apostel alle in Fremdsprachen, die ich sonst gar nicht kannten. Aber diese Fremdsprachen waren nützlich, denn es war ja das Pfingstfest und dann zu dem Pfingstfest eben Juden, wie man so sagt, aller Herren Länder da, also genau so aus dem ganzen Mittelmeerraum, ja, waren da anwesend als Juden, eben von Juden, die nach Jerusalem kamen zu den Festen. Und von daher ist es eigentlich ein optimaler Termin für den Start-up, für den Startschuss für die Gemeinde Jesu. Ja, weil absolut schon international Juden aus allen möglichen Ländern waren da. Und wenn da welche dann glauben kommen an dem Tag, dann haben die das mitgenommen in ihre Heimatgebiete und war strategisch absolut genial. Ja. Und diese Juden waren eben aus ganz verschiedenen Gegenden. Die haben dann... Wie kann das sein, dass wir in unserer Muttersprache jetzt plötzlich diese jüdischen Männer reden hören? Wir sind hier Parther, Meder, Elamiter, wir kommen aus Mesopotamien, aus Judäa, Kappadokien, Pontus, aus der Asia, aus Phrygien, Pamphylien, auch aus Ägypten und aus der Gegend von Cyrene in Libyen, also Afrika, Europa, ja, Nahe Osten, überall hier kamen die daher. Und alle haben sie das Evangelium gehört in ihrer Muttersprache, ja. Und selbst Kreter und Araber hier, ja, wie kann es nur sein, dass wir sie in unserer eigenen Muttersprache reden hören von den großen Taten Gottes? Und die großen Taten Gottes haben natürlich gerade mit Jesus, mit seinem Kreuz, seiner Auferstehung zu tun. Und einige waren total erschrocken und bewegt von diesem Ereignis, andere haben gespottet, naja, die sind betrunken, was nicht für Unsinn war. Und Petrus ergreift das Wort. Der Apostelfürst Petrus hat die Initiative auch von Jesus eingesetzt. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und er ist beauftragt mit der Schlüsselgewalt, der das Reich Gottes so aufschließen soll. Und jetzt ist er der Erste, der diese großartige Predigt hält, Pfingstfest. Und dann eine evangelistische Predigt hält zum Juden, die gerade aus
Jerusalem, aber aus allen möglichen Ländern zusammengekommen sind, um hier in Jerusalem das Pfingstfest zu feiern. Und da hält also Petrus seine erste richtig große Predigt, die wir im Neuen Testament so finden. Und das ist schon sehr, sehr solide, was er da bringt, auch sehr fundiert vom Alten Testament her. Er bringt eine Stelle aus dem Propheten Joel, zitiert er: In den letzten Tagen werde ich meinen Geist auf alle Menschen ausgießen, spricht Gott. Eure Söhne und Töchter werden prophetisch reden, eure jungen Männer werden Visionen sehen, eure Ältesten Traumgesichter haben. Sogar auf die Sklaven und die Sklavinnen, die mir gehören, werde ich dann meinen Geist ausgießen und sie werden prophetisch reden. Das ist das, was genau jetzt in dem Moment geschieht. Das Zitat geht aber noch weiter und hat Elemente, die mit der Wiederkunft Jesus zu tun haben, die jetzt nicht geschehen. Aber er zitiert die trotzdem noch. Oben am Himmel werde ich Wunder tun und Zeichen auf der Erde, Blut, Feuer und Rauchwolken. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut. Das sind nämlich die kosmischen Zeichen, die der Wiederkunft Jesu unmittelbar vorausgehen. Bevor der große, strahlende oder schreckliche Tag des Herrn kommt, das kommt des Herrn zum Gericht. Der ist angekündigt durch diese kosmischen Zeichen. Also macht ihnen auch Angst sozusagen. Die ersten Verse, das ist jetzt gerade erfüllt. Und dann kommen noch Zeichen, kosmische Zeichen. Und wenn die kommen, dann kommt der Gerichtstag. Ja? Und dann kommt der entscheidende Vers, auf den er eigentlich hinaus will. Der Zielvers, auf den es dann hinausläuft. Vers 21. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das ist die Einladung, die evangelistische Einladung, den Namen Jesu anzurufen, um gerettet zu werden. Und mit diesem alten Zitat, wo er den Sachverhalt bringt, eben das Kommen des Heiligen Geistes, das jetzt hier, es droht der Tag des Herrn zum Gericht. Also, um dem zu entgehen, wendet euch Jesus zu, ruft den Namen des Herrn an, dann werdet ihr gerettet. Das ist so die Denke. Ja? Und dann hält er ihnen eine kurze Ansprache, wo er einfach ihnen die Geschichte von Jesus erzählt. Wer Jesus war, was Jesus getan hatte, seine Wunder, seine Taten, wie Gott ihn bestätigt hat und so weiter. Dass er ans Kreuz genagelt wurde, dass er auferweckt worden ist und dass es jetzt wichtig ist, eben an ihn zu glauben und dass es jeden Rettung gibt, der an ihn glaubt. Der heikelste Punkt ist natürlich die Sache mit der Auferstehung. Ja? Den Juden, die erst jetzt nach Jerusalem gekommen sind, gar nichts genau mitgekriegt haben, was da jetzt mit Jesus war. Und denen jetzt bezeugen, dass Jesus auferstanden ist. Aber Jesus ist ja schon gen Himmel gefahren. Er kann ihn nicht zeigen und schaut mal, da ist der Auferstandene. Sondern er muss es anders machen. Und das macht er auch, indem er mit der Heiligen Schrift, also mit der Bibel wieder beweist, dass Messias sterben musste und auferweckt werden. Auch das wird wieder anhand der Schrift bewiesen. Und diesen Mann habt ihr durch Menschen, die nichts vom Gesetz wissen, die Römer ans Kreuz nageln und töten lassen. Allerdings war es so von Gott beschlossen und vorherbestimmt. Dann hat Gott ihn aus der Macht des Todes befreit und auferweckt. Das bezeugt er einfach, diese Tatsache, Heilstatsachen. Und er sagt, wie hätte er auch vom Tod festgehalten werden können? Es war gar nicht möglich, dass der Messias vom Tod festgehalten wird, denn und David hat von ihm gesagt, das ist ein Zitat aus Psalm 16, der von David ist: Ich sehe den Herrn immer vor mir, er steht zur Seite, damit ich nicht falle. Das macht mein Herz froh und lässt mich jubeln, singen. Selbst im Grab wird mein Leib noch in Hoffnung ruhen, denn du lässt mich nicht tot zurück. Gibst deinen Frommen, da ist der Messias gemeint, der Verwesung nicht preis. Also der Messias wird zwar sterben, er wird ins Grab kommen, aber nicht im Grab bleiben können, denn Gott lässt nicht zu, dass er verwest und vermodert. Du hast mir den Weg zum Leben gezeigt, vor dir zu sein, das macht froh. Und dass der Schriftbeweis, dass der Messias, er sagt, Jesus ist der Messias, der gekreuzigt worden ist und der auferstanden ist. Und genau das, was die Bibel auch sagt, dass der Fromme die Verwesung nicht sehen wird, und das bezieht sich auf den Messias Jesus. Und dann macht er noch einen Appell an sie, dass sie jetzt umkehren sollten.
sagt, ja, das kann er David nicht von sich selber gesagt haben, weil dieser im Kreuz im Grab bodert. Also er kann nicht von sich geredet haben, er hat von jemand anders geredet, nämlich vom Messias Jesus. Das ist seine Argumentation. Und nun hat ihn, also Jesus, auf den Platz an seiner rechten Seite erhöht. Das ist auch etwas Psalm 110 bezeugt. Dort hat er die Vater versprochene Gabe des Heiligen Geistes erhalten und ihn jetzt über uns ausgegossen. Das Pfingstwunder. Der Heilige Geist ist ausgegossen worden über uns. Und diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott zum Herrn und zum Messias gemacht. Und damit waren die Leute konfrontiert, diese Juden, die aus allen Herren Ländern da zusammengekommen waren. Und den hat es wirklich ins Herz getroffen, diese Botschaft. Und die sagen, liebe Brüder, was soll ich jetzt tun? Fragt Petrus und die anderen Apostel. Sagt Petrus ganz einfach, kehrt um, ändert euren Denksinn, ändert euer Denken. Ihr müsst neu denken über Jesus. Kehrt um, erwidert Petrus, lasst euch im Namen von Jesus, dem Messias, auf die Sündenvergebung hin taufen. Also schließt euch Jesus an durch die Glaubenstaufe und folgt jetzt Jesus nach. Und dann werdet ihr den Heiligen Geist geschenkt bekommen. Ja. Und es ist dann auch so erfolgt, haben an diesem Tag 3000 Menschen, 3000 Juden, Jesus Christus im Glauben angenommen und haben sich bekehrt. Und das heißt dann, sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest, der geschwisterlichen Gemeinschaft, Brechen des Brotes, also sprich im Abendmahl, und an den gemeinsamen Gebet. Das waren die vier Merkmale der Gemeinde Jesu damals. Also die Lehre der Apostel, sich damit befassen. Für uns heißt es heute mit der Bibel befassen, vor allem im Testament auch, aber mit der gesamten Bibel natürlich. Die Lehre der Apostel, die Gemeinschaft untereinander pflegen als Christen, gemeinsam das Brot, das Abendmahl feiern, in Erinnerung an das, was Jesus für uns getan hat, und dann natürlich gemeinsam zu beten. Das ist das Essentials, das ist der Kern von Gemeinde. Und das hat dann zu tiefer Ehrfurcht geführt und es geschahen dann durch die Apostel Wunder und außergewöhnliche Zeichen. Und diese gläubig geworden waren ein Herz und eine Seele, eine super Gemeinschaft gebildet und war einfach ganz großartig. Die haben dann sogar Dinge gemacht, die man normalerweise nicht macht. Die haben dann quasi eine Art Kommunismus gelebt, Gütergemeinschaft gelebt, weil keiner mehr auf seinen Besitz aus war. Es geht gar nicht mehr um das Ich, sondern um das Wir, die neue Gruppe Gläubigen, und haben dann viele auch dann Grundstücke verkauft, Häuser verkauft und haben es teilt als den Ertrag aus den Verkäufen für die Armen und waren jeden Tag zusammen, einmütig im Tempel, haben das Abendmahl zusammen gefeiert und haben große Freude gehabt und Gott gelobt, war im ganzen Volk auch angesehen, waren sehr geschätzt. Täglich fügte der Herr solche, die geretteten, ihre Gemeinschaft hinzu. Also jeden Tag kamen Leute zum Glauben. Aber das war so die Initialzündung, wie Gemeinde Jesu entstanden ist. In diesem Pfingstereignis, dann auch als Folge der Predigt des Petrus, hat es eine riesige Erweckung gegeben. 3000 Leute, die zum Glauben kamen. Und die meisten waren ja aus Jerusalem, aber andere sind dann wieder zurück in ihre Heimatländer und in den Alltag gegangen und haben dann das weitererzählt. Ja, und es war eine ganz super Gemeinschaft hier. Und am nächsten Tag war dann wurde ja schon erwähnt, dass immer Wunder auch geschahen, wird dann jetzt von einem Wunder berichtet, eine Heilung, die im Tempel stattfindet, dass im Namen Jesu ein Gelähmter gesund wird. Im Namen von Jesus aus Nazareth, dem Messias, steh auf und geh. Dann ist dieser Gelähmte, der Stadt bekannt war, in ganz Jerusalem, dass er seit Jahr und Tag da hingetragen wird, um zu betteln, in dieser schönen Pforte. Jetzt ist der geheilt worden und springt rum wie so ein junger Hirsch. Ja. Und die Leute waren natürlich total schockiert und erstaunt. Und Petrus hat die Gelegenheit genutzt, dann eine Predigt gleich zu halten und darauf hinzuweisen, dass das nicht sie war in ihrer eigenen Fähigkeiten vollmacht, sondern dass es Jesus ist. Jesus 2.0, der durch sie jetzt dieses Wunder getan hat. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der auf diese Weise seinen Diener Jesus verherrlicht hat. Und dann erinnert sie dann, ihr Juden, ihr habt Jesus ausgeliefert an Pilatus, der hat ihn gekreuzigt, Jesus ist auferstanden. Und glaubt daran, ja. Und als Beweis quasi, dass Jesus auferstanden ist, seht ihr diesen Geheilten.
Denn das hat Jesus getan, nicht wir. Jesus hat es getan. Und durch den Glauben an den Namen von Jesus ist er wieder zur Kraft gekommen. Und der Glaube, den Jesus geschenkt hat, hat ihn gesund gemacht. Aber das war natürlich eine riesige Provokation für all diejenigen in Jerusalem, die das nicht wahrhaben wollten, dass Jesus der Messias ist. Und dann schließt er einfach eine Predigt noch an und erzählt ihnen von Jesus und von der Notwendigkeit, umzukehren. Und dass das im Alten Testament auch schon vorhergesagt worden ist, bei Mose zum Beispiel, ein Prophet, mich wird der Herr, euer Gott, aus eurem Volk für euch berufen, auf den wir hören. Das hat Mose schon angekündigt, 5. Mose 18. Und also ein riesen Auflauf von Menschen und auch ein riesen Erfolg, kann man sagen, weil die Menschen das Evangelium hören und sicherlich auch viele sich dann zum Glauben gekommen sind, wie es hier heißt. Aber viele von den Zuhörern kamen zum Glauben. Und die Zahl der gläubigen Männer, nur die Männer, wuchs dadurch auf etwa 5.000 an. Das war schon mal eine ziemlich große Gemeinde, ja, in Jerusalem, 5.000 Männer. Ja, und das ist natürlich eine Entwicklung, die den Juden nicht gefallen hat. Ja. Und jetzt kommt dann die Gegenreaktion, jüdische Option. Und die holt Petrus und Johannes ab, die das Wunder da vollbracht haben, und tun die erstmal verhaften und machen ihnen einen kleinen Prozess. Also es kommt dann Widerstand. Es ist ein Missionserfolg erzielt und dann kommt Widerstand. Und das ist ganz normal. Das finden wir ständig in der Apostelgeschichte, dass es so abläuft. Aber dieser Widerstand wirft eben die Gemeinde oder auch die Mitarbeiter Gottes nicht um, sondern es ist genau andersrum, dass dieser Widerstand dazu führt, dass es eigentlich umso mehr vorwärts geht. Wir sehen das in diesem Prozess, den Petrus und Johannes vom Hohen Rat dann gemacht wird, dass es im Laufe dieses Prozesses zu einem ganz kraftvollen Zeugnis für Jesus kommt, durch Petrus und Johannes, wo die jüdischen Gelehrten ganz erstaunt sind, dass diese einfachen Fischer solche theologischen Kenntnisse hatten und so argumentieren konnten. Ja, sie haben es zwar nicht geglaubt, was die gesagt haben, aber die waren trotzdem erstaunt, wie die da so völlig überzeugt sind und aus der Bibel her so argumentiert haben. Ja, also kraftvolles Zeugnis. Und weil sie nichts wirklich in der Hand hatten gegen die, haben nichts Böses gemacht. Da ist eine Heilung geschehen. Ja, hallo, warum soll man die einsperren? Die haben nachher eine Heilung passiert. Ja, müssen sie wieder freilassen. Und es kommt dann ein ganz kraftvolles Gemeindegebet im Anschluss an die Freilassung. Es ist ein ganz wunderbares Gebet in Kapitel 4 nach der Freilassung, und wo sie mutig beten. Ja, und dieses Gebet schließt mit den Worten: Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohung an und hilf deinen Sklaven, die Botschaft von dir mutig und frei zu verkündigen. Also die haben zwar verboten, weiter von Jesus zu reden, oder irgendwas im Namen Jesus zu tun, das haben die verboten gekriegt, aber die Gemeinde, die betet, dass genau das passiert, dass noch viel mehr passiert, und erweise deine Macht und lass du im Namen deines heiligen Dieners Jesus Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen. Vorwärts. Die Gemeinde Jesu kennt eigentlich nur eine Richtung, das ist vorwärts, nicht zu. Und dann sehen wir diese wunderbare Harmonie in der Gemeinde, auch diese Gütergemeinschaft wird nochmal erwähnt, dass die Leute da ihr Geld der Gemeinde zur Verfügung gestellt haben. Und das ist alles wunderbar. Also die erste Opposition, die leichte Prise von Opposition, ist praktisch bravourös überstanden worden, hat sich total positiv ausgewirkt im Blick auf die Gemeinde und auch im Blick auf, dass noch mehr Leute zum Glauben gekommen sind. Dann taucht ein neues internes Problem auf in der Gemeinde, und das zeigt, die Gemeinde ist nicht fehlerfrei, sondern da gibt es immer wieder neue Probleme, auch Sünden. Und hier ist ein erstes gemeininternes Problem nach Pfingsten, und zwar Heuchelei. Ananias und Sapphira, die haben das auch gemacht, haben dann auch ihr Grundstück verkauft und den Apostel zur Verfügung gestellt, aber eben nur einen Teil. Haben aber so getan, als hätten sie den gesamten Verkaufserlös gespendet. Sie wollten besser dastehen, als sie es waren. Sie hätten es nicht verkaufen müssen. Sie hätten auch sagen können, wir spenden nur einen Teil. Das war überhaupt nicht das Problem. Sie hätten auch nichts spenden brauchen. Das ist alles freiwillig. Aber die Sünde war das, dass sie
nur einen Teil gespendet haben, aber nach außen gesagt haben, dass das der Kaufpreis war und dass sie über alles gespendet haben. Sie haben geheuchelt, gelogen. Und da wird dann deutlich, dass so etwas nicht nur eine Lüge gegen Menschen ist, dass sie Menschen belügen, sondern dass hier mit der Heilige Geist belogen wird und trüb wird und dass es der ganzen Gemeinschaft schadet. Und dieses interne Problem der Heuchelei wird von Gott extrem radikal gelöst. Manche Leute, die sich so nach dem Zustand der Apostelgeschichte rücksehnen, da muss man sagen, willst du auch das Kapitel 5 dauern in unseren Gemeinden passiert? Manche Reihen sich etwas lichten, wenn Gott die Heuchler da so massiv auslöschen würde, wie das hier geschieht. Ananias und Sapphira werden nämlich durch Gott quasi mit dem Tode bestraft. Ein sehr ernstes Gericht für Heuchelei an dieser Stelle. Ist nicht etwas, was Gott standardmäßig immer macht, aber hier an dieser Stelle hat er es gemacht, am Anfang der Gemeinde, um einfach mal ein Zeichen zu setzen, so nicht. Und das hat dann dazu geführt, diese Lösung Gericht, ja, dass sie tot umgefallen sind. Also die sind konfrontiert worden mit der Wahrheit, sind tot umgefallen. Und das Ergebnis dieses Gerichtes war in Vers 11, Kapitel Vers 11, ein tiefes Erschrecken erfasste die ganze Gemeinde und alle, die davon hören. Also es ist so wichtig, dass die Gemeinde nicht nur zehrt vom Erfolg, dem Missionserfolg und der schönen Harmonie in der Gemeinde und so, sondern nicht vergisst, dass wir es mit einem Heiligen zu tun haben und dass das Sünde und Heuchelei und so überhaupt keinen Platz hat. Kapitel 6, es geht dann noch weiter, dass Ansehen der Gemeinde dann weiter wächst, auch weiter durch erstaunliche Zeichen und Wunder der Apostel, die durch die Apostel geschahen. Und es kamen immer mehr Menschen zum Herrn, die glaubten. Und das hat erneut die Opposition der Juden am Plan gerufen. Wir lesen dann in Kapitel Vers 17, dass jetzt nicht nur Petrus und Johannes verhaftet wurden, sondern alle Apostel wurden verhaftet. Also eine neue, verstärkte Opposition seitens der Juden, Verhaftung aller Apostel. Aber auch das geht so aus, dass Gott eingreift und aus der scheinbaren Niederlage einen Sieg macht. Ich lese mal Vers 5, Vers 17 und 18. Der hohe Priester und die ganze Partei der Sadduzäer, die auf seiner Seite stand, waren eifersüchtig und beschlossen einzugreifen. Sie ließen die Apostel festnehmen und ins öffentliche Gefängnis bringen. Doch in der Nacht öffnete ein Engel des Herrn die Gefängnistüren und führte sie hinaus. Und sagt, geht in den Tempel, sagt er zu ihnen, stellt euch vor die Leute und verkündet einfach das Evangelium. Ja. Also Gott hat durch ein Wunder eingegriffen und die gefangenen Apostel einfach aus dem Gefängnis rausgeführt. Das macht Gott nicht immer. So außergewöhnlich, wie es war, mit der dass Tod umgefallen sind wegen Heuchelei, so ist es auch extrem außergewöhnlich, dass Gott einen Engel schickt und die Gefängnistüren öffnet. Der Normalfall ist, wenn du als Christ verhaftet wirst, dass du da sehr lange im Gefängnis oft schmoren kannst, weil du auch zu Tode kommst. Ja, dann frag mal die Christen in Nordkorea oder in arabischen Ländern, wie das da ausschaut. Furchtbar. Ja, Gott greift immer durch ein Wunder ein. Aber hier hat es gemacht, in dieser Anfangszeit. Und die Apostel haben dann im Tempel das Evangelium weiter verkündigt. Und es ist dann... Also dann wurden sie nochmal abgeholt und nochmal zur Rechenschaft gezogen, aber man hat sie nicht groß angerührt, hat sie ein bisschen ermahnt und sie dann laufen lassen. Rat des Gamaliel war, wenn es von Menschen ist, dann wird es untergehen, aber wenn es von Gott ist, wird es sowieso nicht abwürgen. In Kapitel 6 lesen wir dann ein viertes internes Problem in der Gemeinde, was auftaucht. Und zwar soziale Ungleichheit. Dass da Unterschiede gemacht wurden zwischen den Witwen der Juden und den Witwen der Hellenisten, also der griechischsprachigen Juden, die in Jerusalem sich aufhielten, die nach Jerusalem zurückgekehrt waren und eben nicht so Eingesessene waren. Und die wurden dann vernachlässigt bei der täglichen materiellen Versorgung der Witwen. Und das Gute ist, die haben dann sowas nicht einfach laufen lassen,
So, wenn ein Problem erkannt wird, dann muss man es anpacken. Und das haben sie gemacht, haben eine Versammlung einberufen und beratschlagt, haben gesagt, das ist nicht richtig, dass wir das hier so ungleich handhaben, dass die einen benachteiligt werden, die hellenistischen Juden gegenüber den hebräischen Juden, und wir müssen da eine Lösung finden. Und die Lösung war aber jetzt nicht, dass die Apostel sich mit diesem Alltagskram befassen. Das würde zu totaler Überlastung führen. Sondern man hat sehr gut erkannt, dass man einfach da ein neues Amt schaffen muss. Muss man eine Lösung finden für dieses Problem. Also sucht man sich Leute, die sich um diese Sache kümmern. Und das Ergebnis war, dass man sieben Diakone berufen hat, die nicht einfach nur gut in Organisieren waren, sondern und auch nicht nur guten Charakter hatten. Wie wichtig, das ist beides extrem wichtig, dass sie die Fähigkeit haben, die Kompetenz für die Arbeit und auch den Charakter, sondern es war auch wichtig, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Leute, die geistlich voll drauf waren, gut drauf waren, gut unterwegs waren mit Jesus, die Tiefe hatten, geistliche Tiefe hatten. Solche Leute wurden gesucht und die konnte man dann brauchen und die werden auch namentlich aufgeführt. Und dann hat man sie vor die Apostel und über sie gebetet, die Hände aufgelegt, sich mit ihnen eins gemacht und gesagt, okay, ihr habt jetzt dieses neue Amt, euch um diese Versorgung mit Witwen zu kümmern, dass da keine Ungleichheit geschieht. Das Gottespreis sich dann wieder weiter aus. Die Zahl der Jünger in Jerusalem vermehrte sich stark. Also nach dieser kleinen Krise mit dieser Ungleichheit in der Gemeinde ist die Gemeinde dadurch gestärkt hervorgegangen, weil jetzt diese sieben Diakone da waren. Und das sind wirklich Top-Leute. Erwähnen dann, dass Stephanus, ein von diesen sieben, nicht nur gut war für diesen Diakonendienst, sondern der war auch ein sehr vollmächtiger Verkündiger. Und der hat von Gott war besonders begnadet und mit Kraft erfüllt. Und es sind auch durch den Diakon jetzt Wunder und erstaunliche Zeichen unter den Menschen passiert. Und hat auch Streitgespräche mit den Juden einfach ganz klar habe bekannt und so weiter. Und es kam dann zu einer Auseinandersetzung zwischen Juden und diesem Stephanus. Der Stephanus war denen natürlich ein Dorn im Auge. Wir haben jetzt nach der anfänglichen Opposition, die wir gesehen haben, Verhaftungen, sehen wir jetzt, dass die Opposition total eskaliert. Jetzt ist die jüdische Opposition so stark, dass Stephanus umgebracht wird. Ja. Er hält auch eine ganz großartige Verteidigungsrede, wo er einfach ganz klar auch Jesus bezeugt und auch kein Blatt vor den Mund nimmt, dass die Juden Schuld haben am Tod Jesu, dass sie ihn nicht erkannt haben als Messias, wie sie damals in Mose auch verkannt hatten. Das ist eine Parallele zwischen Mose und Jesus. Aber der Mose, den die Juden damals verkannt hatten, wohl nicht, wer bist du denn, dass du da über uns richtest und so, haben sie ihn weggeschickt. Und der Mose war dann der von Gott sandte Retter hinterher. Und sagt, Stephanus, so ist auch mit Jesus. Ihr habt Jesus verkannt, ihr habt ihn gekreuzigt, aber er ist der von Gott gesandte Retter. Ja, also kehrt um und ordnet diesen Jesus unter. Aber das wollen die nicht hören und haben ihn dann gesteinigt. Und das war also wirklich eine Zäsur. Die Steinigung des Stephanus war eine echte Zäsur. Und da taucht dann auch zum ersten Mal der Name Saulus auf. Den war dabei, er war Augenzeuge dieser Steinigung. Und es wird kurz erwähnt, dass dieser Saulus voll einverstanden war, dass dieser Stephanus umgebracht. Also ein erklärter Christenfeind, dieser Saulus. Er ist wirklich ernst geworden, todernst. Stephanus ist umgebracht worden. Einer der sieben Diakone ist umgebracht worden. Und jetzt können wir denken, oh wei, wie geht das jetzt weiter? Wird die Gemeinde sich jetzt zurückziehen? Wird sie jetzt leise treten? Wird sie fliehen? Oder was wird sie jetzt machen? Und es ist so interessant, dass immer wenn eine Opposition kommt oder gar eine Eskalation von der Opposition, dass sie diesen Widerstand verstärken, dass dann Gott eine Reaktion zeigt. Und diese Reaktion, die Gott zeigt, ist Ausweitung der Missionsarbeit. Diese Ausweitung der Missionsarbeit geschieht dann durch verschiedene Leute, durch zerstörte Gläubige, wird es eben ausgebreitet. Dann haben wir plötzlich, dass da noch ein Diakon gibt, der auch total stark drauf ist,
nämlich der Philippus. Auch der ist nicht nur organisatorisch gut, diese Witwenversorgung zu machen, sondern der auch ein toller Evangelist. Und der zieht weiter in eine Stadt Samariens, wahrscheinlich ist es die religiöse Hauptstadt Sychar, am Hang des über 800 Meter hohen Berg Ebal, genau gegenüber dem Berg Garizim gelegen. Dort war nämlich das Heiligtum der Samariter. Die Juden haben in Jerusalem angebetet, die Samariter haben auf dem Berg Garizim abgebetet. Und bis 188 vor Christus war da das Heiligtum des Samariter gestanden. Und da war Jesus auch unterwegs in Sychar und wahrscheinlich ist diese samaritische Stadt, in die Fluss geht, auch diese Stadt Sychar. Und er verkündigt dort das Evangelium und wird auch von Gott bestätigt durch kraftvolle Zeichen. Also auch er, durch ihn wirkt Jesus Wunder, durch den Diakon Philippus. Und eindrückt die Leute mächtig und die kommen da zum Glauben. Samariter kommen zum Glauben. Samariter, mit denen die normalerweise nichts zu tun hatten, keinerlei Gemeinschaft pflegten und einen Bogen machten um die Leute. Die waren also völlig negativ angesehen. Und der Philippus ist dahin, das Evangelium nach Samarien getragen, hat da praktisch einen Next Step, also raus aus Jerusalem, raus aus Judäa, Next Step rein nach Samarien. Die Missionsarbeit hat eine neue Dimension bekommen durch Philippus. Aber es gab da einen Mangel, ein internes Problem. Die sind zum Glauben gekommen, haben sich sogar taufen lassen, aber der Heilige Geist ist nicht auf die gekommen. Die hat den Heiligen Geist nicht erhalten. Also irgendwas fehlte da. Und die Apostel haben dann gehört, dass die Samariter das Evangelium angenommen haben und haben dann Johannes und Petrus geschickt, um da mal nachzuschauen, was da läuft. Und haben gesehen, dass die den Heiligen Geist nicht haben. Und dann hat Petrus ihnen die Hände aufgelegt und erst durch die Handauflegung des Petrus ist dann der Heilige Geist über sie gekommen. Das ist eine historisch ganz besondere Situation, hat sicherlich zu tun mit der Spannung zwischen den Samaritern und den Juden, die da war, kulturell war. Es war Gegenseitigkeit, also die Samariter haben die Juden verachtet, die Juden haben die Samariter verachtet. Aber die Gläubigen aus Samarien, die ersten Gläubigen dort in der Stadt Sychar, die mussten praktisch erfahren und erleben, aus eigenem Erleben, dass es die Jünger aus Jerusalem braucht, damit sie sich durchstarten können, damit sie wirklich auch dabei sein können bei der Gemeinde Jesu, den Heiligen Geist bekommen. Also das Fehlen des Heiligen Geistes wird dadurch gelöst, dass Petrus und Johannes dorthin gehen und Petrus seine Schlüsselgewalt, die Jesus ihm übertragen hat, dass er das Reich Gottes aufschließen wird. Erst in Jerusalem und jetzt bei den Samaritern. Und wir sehen es später auch noch bei den Heiden, ist es auch Petrus, der bei der Heidenmission Cornelius dann da aktiv wird. Also das Problem ist gelöst, sie bekommen jetzt den Heiligen Geist. Das nächste Problem ist schon auf dem Tisch, nämlich ein von denen, die da gläubig geworden sind, ehemaliger Zauberer, Magier, der ist gierig und der sieht da wieder eine Chance, wie er stark sich positionieren kann, wenn er auch diese Macht hätte, wenn er die Hände auflegt, dass andere den Heiligen Geist bekommen. Und dann auch Zungen reden und so, in dem Falle. Und das war ein sichtbarer Zeichen in dieser Situation, dass man gleich sehen konnte, die haben Heiligen Geist empfangen, dass sie auch in Zungen geredet haben. Das ist immer so, aber dort ist es so gewesen. Und er will auch diese Macht haben. Es macht dich. Es geht ihm um sich. Und es ist ein Riesenproblem, wenn Leute, die jetzt gläubig geworden sind, so eine Haltung haben. Und die Lösung für dieses Problem, dass ein führender Mensch, der dort anerkannt war, so eine negative Haltung hat, dieses Problem wird begegnet, dass Peter ihn ganz scharf zurechtweist. Durch ganz scharfe Zurechtweisung wird er in seine Schranken verwiesen, dass es ein Unding ist, was er hier fordert und dass er unbedingt zu tun muss und beten muss, dass Gott ihm das vergibt. Auf dem Rückweg tun die Apostel Petrus und Johannes noch in den Dörfern Samarias evangelisieren. Da wird erzählt, dass der Diakon Philippus auch noch einen anderen Mann evangelisiert, einen äthiopischen Kämmerer, der im Weg von Jerusalem nach Äthiopien wieder ist. Und dann sehen wir, dass Philippus auf den ganzen Küstenstreifen von Aschdod bis Caesarea, also
100 Kilometer oder so, Küstenstreifen entlang geht und da evangelistisch wirkt. Also das war diese Reaktion Gottes auf den Tod des Stephanus, war praktisch Next Step für die Missionsarbeit, also die Ausweitung der Missionsarbeit. Aber die Opposition lässt nicht lange auf sich warten. Es kommt zu einer massiven Eskalation der jüdischen Opposition in Kapitel 9, dass jetzt die Christenverfolgung zunimmt. Paulus, der die Jünger des Herrn immer mit großer Wut verfolgte und sie mit dem Tod bedrohte, ging zum Hohen Priester und bat sich Schreiben an die Synagogen von Damaskus. Die Briefe würden ihm bevollmächtigen, Männer und Frauen aufzuspüren, Anhänger des neuen Weges waren, und sie gefesselt nach Jerusalem zu bringen. Also der damals noch junge Mann, oder ein jüngerer Mann, beim Tod des Stephanus, der hat sich weiterentwickelt und zu einem der mächtigsten Feinde des Christentums entwickelt, so fleißig war, die Christen aufzuspüren und auszuliefern, damit sie verhaftet, lagen oder eventuell auch getötet werden. Und dem war es nicht genug, das nur in Jerusalem, Judäa zu machen oder Samarien, sondern der wollte sogar bis nach Damaskus da die Christen beiholen, damit die bestraft werden. Also eine massive Eskalation der Opposition gegen die Gemeinde Jesu. Und aber solch eine Opposition führt dann bei Gott wieder auch zu einer Gegenreaktion. Und die Gegenreaktion Gottes hier ist eigentlich die doppelte. Einmal ist die Gegenreaktion, dass er den Verfolger, praktisch die Hauptfigur dieser Verfolgung, den Saulus, zu einem Missionar umkrempelt. Das ist unglaublich, ja. Und von daher, wenn Christen verfolgt werden, ist es immer auch wichtig für die Verfolger zu beten. Es könnte wieder so ein Saulus dabei sein, ja. Weiß, wie viele Christen, die vielleicht zu Tode gekommen sind, für ihren Verfolger gebetet hatten. Das wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall, Gott beruft jetzt diesen eifrigen Christenverfolger und krempelt den um, macht ihn einem Missionar. Das ist eine riesige Entwicklung dann, wie wir noch sehen werden, in der gesamten Gemeindeentwicklung der Urgemeinde. Wir lesen dann von der Kehrung des Paulus und von seiner Berufung, das Evangelium unter die Heiden zu bringen, dass das seine Berufung ist. Wie er dann erste Verkündigungsdienst in Damaskus macht und sich super schlägt, er ist theologisch enorm beschlagen, herausragender Theologe, jüdischer Theologe, und er kennt wahnsinnig gut in der Bibel aus und kann an der Bibel ganz klar, nachdem er gläubig geworden ist, wo er vieles dann mit neuen Augen sieht, ganz klar beweisen anhand der Schrift, dass Jesus der Messias ist. Das macht er dann auch und dann kann niemand mithalten. Und das ist so, dass er so stark ist, so kraftvoll ist in seiner Verkündigung, dass die Juden eigentlich nur einen Ausweg sehen: der Paulus muss weg. Der muss umgebracht werden. Und haben einen Mordkomplott gegen ihn beschlossen. Paulus flieht aber aus Damaskus und kommt dann nach Jerusalem, wo er zunächst auch Schwierigkeiten hat, in die Gemeinde reinzukommen, weil die konnten noch gar nicht fassen, dass er wirklich gläubig ist. Die können fast gar nicht das glauben, dass er gläubig ist, so einer so verfolgt hat, so massiv. Aber durch die Vermittlung von Barnabas wird dann wirklich eingeführt und hat dann Kontakt mit den führenden Leuten der Gemeinde. Und die merken, ja, der ist wirklich jetzt ein uns. Und der ist fantastisch, Gott hat hier getan, hat diesen Verfolger total umgedreht und er ist jetzt ein mega Verkündiger des Evangeliums. Und aber die Juden in Jerusalem, die sehen auch keine andere Möglichkeit, als dass der Paulus muss weg, der muss umgebracht werden und planen Mordanschlag gegen Paulus. Und deswegen flieht Paulus über Caesarea. Und dann wird er nach Tarsus weitergebracht, dort, wo er ursprünglich herkommt, seine Heimatstadt Tarsus, weit von Judäa und Jerusalem. Und da hat er einige viele Jahre in Tarsus, wo man nicht wissen, was passiert ist. Man kann es nur ahnen, dass Jesus in diesen stillen Jahren, es sind mehrere Jahre, wo er wohl ist, einfach zubereitet, geistlich, auch theologisch von der Erkenntnis, dass er durch das ganze Alte Testament ganz neu durch ist und das jetzt von Jesus her nochmal ganz neu alles durchdacht hat. Und Jesus sich ihm auch in Tarsus dann auch weiter geoffenbart und ihn einfach zu einem fantastischen Werkzeug dann fürs Reich Gottes geformt. Aber es hat so verborgene Jahre in der Stille.
Das braucht es für alle irgendwo, die von Gott gebraucht werden und dass da auch Verborgenes zurüstet. Das war die eine Reaktion, dass auf diese Eskalation, dass die Christen auch außerhalb verfolgt werden, bis nach Damaskus, der Verfolger selbst wird zum Missionar umgepolt wird. Und die andere Reaktion war die Ausweitung der Missionsarbeit. Man reagiert immer mit Ausweitung der Missionsarbeit, 11, 10 und 11, durch den Apostel Petrus. Und jetzt ist der Next Step dran, Jerusalem, Judäa, Samaria. Das war schon die Gruppe, mit der Juden zu tun hatten. Aber jetzt kommt noch eine andere Gruppe, die noch weiter weg ist von den Juden, nämlich die Heiden, mit denen die Juden auch überhaupt keine Gemeinschaft pflegten und tunlich sich hüteten, da mit denen unter Dach zu sein oder mit denen zu essen oder sonst, mit denen Gemeinschaft zu pflegen. Da war also eine strikte Separierung zwischen Juden und Nichtjuden, also jetzt von den frommen Juden her gesehen. Und die Christen haben auch nicht viel anders gemacht. Leider. Die haben es gar nicht kapiert. Der Auftrag war auch den Nichtjuden das Evangelium zu sagen. Aber jetzt greift Gott ein und macht es dem Petrus klar, dass auch die Heiden voll mit drin sind und voll mit erreicht werden fürs Evangelium. Diese Geschichte mit dem römischen Hauptmann in Caesarea, der da ein frommer Mann ist, aber natürlich noch nicht gläubig an Jesus, weil er das noch nicht so weiß. Aber er ist ein sehr gottesfürchtiger, vorbildlich lebender Mensch, ein Römer. Und der hat von Gott Offenbarung bekommen, die Engel, und schickt dann zu Petrus. Der Petrus kommt und erklärt ihm das Evangelium. Und er und sein ganzes Haus und die ganzen Leute, die er hingeschickt hat, die sind praktisch reife Früchte, die völlig nur geerntet werden mussten. Ja. Und da ist eine große Ernte und die kommen da zu Glauben. Eine ganze Gruppe von Heiden kommt hier zum Glauben und bekommen auch den Heiligen Geist. Er fällt auf sie genauso, wie er auf die Apostel gefallen war bei Pfingsten. Und so ist praktisch ein ganz neuer Step erreicht. Jetzt die Heiden sind jetzt erstmalig auch wieder durch Petrus, durch Vermittlung von Petrus, praktisch jetzt erreicht, das Evangelium. Und danach tue ich aber ein weiteres neues Problem auf in der Gemeinde. Als der Petrus eigentlich zurückkommt, waren die anderen Mitchristen erstmal schockiert, dass er da zum Heiden gegangen ist. Muss ich mir mal vorstellen, eigentlich war es ja ein Missbefehl, ja, überall hinzugehen. Jetzt hast du es gemacht und jetzt sind die schockiert. Aber Petrus war ja auch schockiert. Der musste ja erst durch diese Offenbarung mit den unreinen Tieren, die er da schlachten soll und essen soll, was Gott dreimal ihm so vor Augen führt, um ihm zu zeigen, du darfst nicht für unachten, was ich für geheiligt achte. Ja? Also verachte nicht Heiden. Es war, eine lange Zeit, bis Petrus dafür auch wirklich die Augen geöffnet war. Und jetzt dieses Problem, dass die anderen das noch nicht einsehen konnten, wird aber ganz leicht gelöst. Diese theologische Enge, dass sie meinen, eigentlich müssen wir das Evangelium nur den Juden predigen. Gut, den Samaritern, das ist so ein bisschen 50% Juden, ja, aber doch nicht den Heiden. Aber das wird jetzt ihnen klar gemacht durch das Zeugnis des Petrus, wie alles gewesen ist. Er erklärt ihnen ganz genau, wie es gelaufen ist, wie Gott da eingegriffen hat, ihn beauftragt hat, dorthin zu gehen, wie die vorbereitet waren, zu Glauben kamen, Heiligen Geist bekommen haben. Also ganz offensichtlich, Gott hat es hier gemacht. Und diese theologische Enge, sich nur auf die Juden zu fixieren, wird da aufbrochen. Und jetzt ist der Startschuss richtig gegeben, dass die Heidenmission so richtig vorangeht. Ja, weil jetzt erstmals das Reich für die Heiden aufgeschlossen worden ist durch Petrus. Heidenerell. Und dann sehen wir, dass das Evangelium sich weiter ausbreitet. Also nicht nur, dass eine neue Zielgruppe erschlossen wird, nämlich Heiden zu Christen werden, sondern dass auch neue Gebiete jetzt erschlossen werden für das Evangelium durch zerstreute Gläubige. Phönizien, Zypern, Antiochia und auch Antiochia war es dann so, dass die Juden, die Gläubigen, die da in Antiochia lebten, dann zum ersten Mal angefangen haben, den Nichtjuden in Antiochia das Evangelium zu sagen. Und die kamen dann zum Glauben. So ist also dann praktisch da in Antiochia eine heidenchristliche Gemeinde entstanden und die war dann auch sehr bedeutsam. Wir haben die große, starke Jerusalemer Gemeinde, Juden dominiert und wir haben dann in Antiochia eine ganz starke Gemeinde, die von Heidenchristen dominiert ist. Und
Aber die Opposition lässt noch nicht locker, sondern es kommt eine erneute massive Eskalation der jüdischen Opposition, weil das Evangelium sich so ausbreitet. Und es kommt zu Gewaltakten gegen Gemeindeglieder. Und der Apostel Jakobus wird hingerichtet und der Apostel Petrus auch gefangen gesetzt und in ein paar Tagen auch hingerichtet werden. Also eine wahnsinnige Verschärfung der jüdischen Opposition. Aber Gott reagiert darauf und Gott hat auch hier eine Antwort. Und die Reaktion Gottes ist, dass er diesen Petrus auf eine ganz wundersame Art und Weise aus dem Gefängnis befreit. Und allerdings muss Petrus und auch die anderen Apostel müssen dann schon Jerusalem verlassen, weil einfach jetzt ganz klar ist, die Juden werden die Apostel alle umbringen, wenn sie es in die Finger kriegen. Und muss Petrus dann auch gehen und verlässt Jerusalem. Dann wird weiter berichtet vom Gericht an König Herodes Agrippa und die Gemeinde weiter wächst und dass dann der Paulus von Barnabas geholt wird und der Barnabas das Bindeglied, der Paulus jetzt an die Arbeit stellt, durch das Wirken Gottes, des Heiligen Geistes, dass Paulus jetzt in diese Heidenchristengemeinde in Antiochien geholt wird, wo er seinen wunderbaren Gaben einfach hin kann. Das sind die ersten 12 Kapitel der Apostelgeschichte. Die Zeit ist schon ziemlich fortgeschritten, deswegen will ich das andere jetzt nur kurz zusammenfassen. Der zweite Teil der Apostelgeschichte ist der Dienst des Paulus und seiner Mitarbeiter, Kapitel 13 bis 18. Und dieser zweite Teil ist vom Charakter sehr anders als der erste Teil, weil er die Welt im Blick hat, was eben Heidenmission betreibt, hat ganz andere geografische Begebenheiten und Räume. Ja. Und es hat auch eine Zweiteilung. Zum einen mehr die Aktivität, das sind die drei großen Missionsreisen, die Paulus unternimmt, eine größer als die andere und die sehr fruchtbar ist und sehr viel Missionserfolg hat, wo ganz viel passiert. Und dann die zweite Hälfte dieses zweiten Teils, nach diesen drei Missionsreisen, kommt es zur Verhaftung des Paulus. Und da in diesem Zusammenhang der Verhaftung, die an verschiedene Stationen hat, Jerusalem, Caesarea bis dann nach Rom, da gibt es dann sehr viele Reden des Paulus, Verteidigungsreden, wo er gegenüber hochgestellten Persönlichkeiten oder auch gegenüber Volk Israel zum Teil evangelistische Reden hält und das Evangelium verkündigt, wobei er selbst aber Gefangener ist, Gefangener der Römer. Schauen wir uns das mal kurz an, noch ein paar Minuten. Wir haben drei Missionsreisen, die erste in Kapitel 13 und 14. Da sehen wir, dass jetzt Antiochien zum ersten Mal auch den Nichtjuden das Evangelium verkündigt worden ist, dass eine ganz starke Gemeinde war und dass diese Ortsgemeinde praktisch die Welt verändert hat. Und dass es wirklich war, also eine Ortsgemeinde hat grundsätzlich das Potenzial, die Welt und die Missionsgeschichte zu verändern. Und so wichtig wie Jerusalem in der Anfangszeit war, als das geistliche Zentrum, so wie jetzt Antiochien das neue geistliche Zentrum mit Paulus und anderen Mitarbeitern dort, von wo aus die Impulse gehen in die Weltmission. Und das war einfach auch wieder der Eingriff Gottes natürlich. Ich lese da die ersten Verse von Kapitel 13. In der Gemeinde von Antiochia gab es damals folgende Propheten und Lehrer: Barnabas und Simeon, genannt Niger, Lucius von Cyrene, Manaen, der zusammen mit dem Fürsten Herodes aufgewachsen war, und Saulus. Die Namen zeigen, dass das ein internationales Team war. Und dass es auch zum Teil sehr gebildete Leute waren, also sehr fähige Leute. Als sie einmal für einige Zeit fasteten und sich ganz dem Gebet widmeten, sie haben gefastet und gebetet, sie haben nicht Missionspläne geschmiedet, sondern sie haben gefastet und gebetet. Und in diese Fast- und Gebetszeit hinein hat dann der Heilige Geist gesprochen und hat zu einem Next Step geführt, zu einer totalen Vergrößerung der ganzen Arbeit. Stellt mir doch Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, der ich sie berufen habe. Das war, Missionsaufzutreiben unter den Heiden, Heidenmission, in Gebiete vorzudringen, die bisher noch unerreicht waren mit dem Evangelium.
Das war die Aufgabe. Und dazu sollten zwei der besten Leute, die sie hatten, abgesondert werden und ausgesandt werden. Also es kostet der Ortsgemeinde was, weil sie sehr gute Leute abgibt, eigentlich die besten Leute. Man sollte nicht die schwachen Leute in die Mission schicken, sondern die besten Leute in der Gemeinde, die sollten in die Mission geschickt werden, für Ortsgemeinde, als verlängerte Ortsgemeinde. Und nach einer weiteren Zeit des Fastens, Betens, legten sie ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Und das die Welt revolutioniert, dass diese Ortsgemeinde Antiochien damals auf Geheiß des Heiligen Geistes gehorsam war und zwei ihrer besten Leute abgegeben hat, dass die rausgehen und Missionsarbeit im großen Stil betreiben. Und so sind sie dann vom Heiligen Geist auch ausgesandt und auch von der Gemeinde ausgesandt. Sie kehren auch immer wieder in die Gemeinde zurück und da Bericht, was Gott durch sie getan hat. Und so die erste Missionsreise ist noch eigentlich überschaubar, ein klein. Sie werden ausgesandt, fahren nach Zypern, legen in Zypern eine Strecke zurück und tun dort verschiedene Dienste machen, kommen dann von Zypern wieder aufs Festland, Antiochien in Pisidien, wo eine größere Aktion ist, weil Antiochien ist eine römische Kolonie. Und da ist dann ein größerer Einsatz und da wird uns auch eine große Missionspredigt des Paulus überliefert, Kapitel 13, wo er Jesus verkündigt, wobei Paulus zuerst in die Synagoge gegangen ist, zu den Juden. Da hat er nicht einen Anknüpfpunkt gehabt. Durch Kisch war man überall konnte man jeder verstehen, so wie heute mit Englisch man eigentlich überall durchkommt. Und daher konnten die Leute ihn verstehen. Und wenn er in der Synagoge ging, hatten die Leute schon ein geistliches Vorverständnis, weil da auch die Erwartung eines Messias da war. Die kannten das Alte Testament. Ja. Da muss Paulus nicht bei Null anfangen. Deswegen ist er immer zuerst zu den Juden. Sie sind auch das auserwählte Volk Gottes. Sie haben dann Vorrecht, dass man zuerst das Evangelium sagt. Und dann, je nachdem, wie es dann ausgegangen ist, hat er dann manchmal dann auch die Gläubigen dann von der Synagoge dann getrennt und hat sie dann aufgebaut. Und diese Antiochien Pisidien war dann eine sehr erfolgreiche Geschichte. Das Wort des Herrn verbreitet in der ganzen Gegend. Aber, wie immer, wenn das Wort Gottes sich ausbreitet, gibt es auch Widerstand. Und so auch hier, die Juden setzen die vornehmlichen Frauen, die sich zur Synagoge hielten, führen die Männer der Stadt gegen Paulus und Barnabas auf und haben eine Verfolgung angezettelt. Also das ist das, womit man rechnen muss. Wenn das Reich Gottes vorwärts geht, gibt es auch Widerstand. Aber Gott hat Lösungen und Gott wird den Widerstand ins Gegenteil verkehren und wird noch mehr Erfolg, noch mehr ausweite Missionsarbeit dadurch bewirken. Und so haben sie sich dann von Antiochia verabschiedet, weil die führenden Juden und auch die Oberen der Stadt, die dann überredet wurden, sich dann gegen christliche Missionen gewandt haben. Aber inzwischen war hier wieder ein christlicher Punkt entstanden, also dann wieder so ein Start-up sozusagen. Ja, und Paulus zog weiter. Und aber die Jünger waren vorhanden jetzt. Hier war praktisch eine Gemeinde gegründet und da war große Freude und Leute waren mit dem Heiligen Geist voll. Und hat Paulus weitere Gebiete angenommen, Ikonion, Lystra. Dort gibt es eine sehr starke Begebenheit, dass sie dann als gab es da auch großen Widerstand, weil die Juden aus Antiochien dann auch Paulus hinterhergelaufen sind und praktisch versucht haben, ihm Gehege zu kommen und das wieder zu torpedieren, was er da gerade aufbaut. Und so musste er wieder weiterziehen, ist nach Derbe gegangen und dann wieder nach Antiochien in Syrien zurückgereist und hat der Gemeinde dann auch berichtet, was Gott durch Barnabas und Paulus getan haben. Kapitel 15 haben wir die sogenannte Apostelkonzil, was auch wieder aus einem Problem heraus entstanden ist. Es gab eine theologische Verwirrung. Die meisten Judenchristen waren extrem stark gesetzlich orientiert und noch nicht so die Freiheit der Gnade, wie Paulus es so verkündigt hatte, und hatten angefangen, die Christen auch zu beschweren und zu sagen, ist da auch
beschneiden lassen. Ja, sonst könnt ihr wirklich gerettet werden. Wenn ihr euch nicht beschneidet, dann seid ihr nicht wirklich richtig gläubig und errettet. Und das ist aber Sinn. Paulus hat dem widerstanden. Aber schlussendlich sind sie nach Jerusalem gegangen, um das mit den Aposteln zu besprechen und eine ganz klare Linie da zu fahren. Und das war eine ziemlich heftige Diskussion, wo verschiedene Wortmeldungen waren. Petrus macht einen guten Beitrag, Paulus und auch Jakobus macht einen sehr guten Beitrag, der Bruder des Herrn, der sehr führender Mann war in der Gemeinde Jerusalem. Und es kommt dann zum Ergebnis des sogenannten Apostelkonzil. Das verschafft dann Klarheit, dass sie von den Nichtjuden, die gläubig werden, nur vier Dinge verlangen. Und darum geht es nicht, dass es heilsnotwendig wäre, diese vier Dinge, sondern das sind die vier Dinge, die einem Judenchristen ein totaler Anstoß ist, wenn ein Heidenchrist das macht. Man ist auch tatsächlich Sünde, aber anders einfach nur ein Anstoß für die Judenchristen. Und damit da kein Anstoß ist zwischen Juden und Heidenchristen, sollte das aus dem Weg geräumt werden. Und es wird die Lösung gemacht, die die Juden sonst schon hatten, mit den Heiden, die sich zum Judentum bekannt haben und Gemeinschaft mit Juden wollen auf der Basis des Judentums. Und genau das wird übernommen von den Christen jetzt und sagen also nur vier Sachen müsst ihr nur einhalten. Jede Verunreinigung und Götzenverehrung, also keinerlei Beteiligung am Götzendienst in irgendeiner Form, das muss tabu sein. Dann jede Form von sexueller Unmoral, also mit Prostituierten oder sonst Hurerei, ist völlig tabu, geht gar nicht. Dann den Genuss von nicht ausgeblutetem Fleisch, das war für Juden wichtig, im Gesetz her. Für Heidenchristen eigentlich nicht so entscheidend, aber für Judenchristen, und damit da keine Spannung auftaucht, also kommt ihnen entgegen und haltet euch von diesem nicht ausgebluteten Fleisch und auch insbesondere von Blut enthalten, dass kein Tierblut trinken und so, wie das in manchen heidnischen Gesellschaften verschiedentlich der Fall ist oder so. Ja, und sonst wird ihnen nichts auferlegt. Und dadurch ist der Konflikt gelöst. Man muss sich nicht beschneiden lassen, um gerettet zu werden, sondern einfach um das Zusammenleben zwischen Judenchristen und Heidenchristen nicht zu gefährden oder zu erschweren, sollen sie sich an diese vier Dinge halten, die sonst schon gang und gäbe waren für Proselyten, die sich zum Juden halten. Die mussten sich auch von diesen vier Sachen enthalten. Es ist dann die zweite Missionsreise des Paulus in Kapitel 15 bis 18. Die beginnt gleich mit einem Problem. Es kommt zu einem Zerwürfnis zwischen Barnabas und Paulus wegen einer Personalfrage. Das sind auch Dinge, die im Reich Gottes, ob Missionswerk oder Ortsgemeinden, immer wieder auftauchen, dass man sich zerstreitet über Personalfragen. Und manchmal kann man das schlecht lösen, gibt es manchmal keine Kompromisse. Und die Lösung hier war, dass die sich tatsächlich getrennt haben. Das ist nicht einerseits negativ, dass das Missionsteam Barnabas und Paulus nicht mehr gemeinsam unterwegs war. Das ist negativ. Aber positiv ist, dass praktisch aus einem Missionsteam, Barnabas Paulus, jetzt zwei Missionsteams wurden. Ja, nämlich das Missionsteam Barnabas und das Missionsteam Paulus. Und die Personalie, um die es ging, war Johannes Markus. Das war ein gläubiger Mann, der Mitarbeiter war von dem Missionsteam Barnabas Paulus, der aber bei der ersten Missionsreise sich abgeseilt hatte und sich davon gemacht hat. Und der Barnabas wollte ihm jetzt nochmal eine Chance geben und ihn wieder mitnehmen. Und er sagt, nee, mit dem arbeite ich nicht mehr zusammen. Der hat es verkackt sozusagen. Also das, nein, das geht nicht mehr mit dem. Und da war Paulus also eine harte Linie gefahren. Und der Barnabas war eher ein bisschen seelsorglich drauf. Und der hat gesagt, nee, also ich will dem Johannes Markus noch eine Chance geben. Waren auch gewisse Freundschaftsverhältnisse. Auf jeden Fall, über diese Streitfrage konnten sie sich einigen. Und da gab es dann plötzlich zum Missionsteams. Und der Barnabas ist dann mit des Markus losgezogen. Der Paulus hat sich dann andere Mitarbeiter noch gesucht, ist dann mit dem losgezogen und hat da auch immer wieder neue Mitarbeiter rekrutiert. Also eigentlich aus einer schlechten Sache ist dann doch noch eine gute Sache geworden. Jetzt kann man fragen, wer hat denn jetzt recht gehabt? Der Prinzipienreiter Paulus an der Stelle, sagt, der hat einmal uns verlassen, vorbei, aus vorbei. Oder der seelsorgerlich orientierte, man muss dem eine zweite Chance geben. Ich denke, von der Sache her hat Barnabas vielleicht das Richtige getan. Denn der Johannes Markus, der damals versagt hatte, der wird durch Mitarbeit mit dem Barnabas zu einem ganz, ganz wertvollen Mitarbeiter. Und der taucht dann weiter hinten wieder auf in der Apostelgeschichte oder auch in den Briefen, taucht er auf in Zusammenarbeit
Zusammenhang mit Petrus in Rom, ein wichtiger Mitarbeiter des Petrus in Rom, und er wird auch später nochmal ein wichtiger Mitarbeiter von Paulus. Also es war gut, dass Barnabas Geduld und Langmut mit dem Johannes Markus ihm nochmal eine Chance gab. Aber damals hat es das Missionsteam zerrissen und es gab dann zwei. Die Apostelgeschichte konzentriert sich dann nur auf die Missionsarbeit Paulus. Wir erfahren nichts mehr, weil das mit groß was mit Barnabas ging, dass der nach Zypern ging. Und Paulus hat dann zunächst mal dann die Gemeinden besucht, die er auf der ersten Missionsreise so gegründet hatte, ist aber dann weitergekommen durch den sogenannten mazedonischen Ruf nach Europa und hat dann auch in Philippi übergesiedelt nach Europa. Da war nur keine Synagoge, war nur eine Gebetsstelle von Juden, dann auch wichtige Schlüsselleute zum Glauben gekommen. Unternehmerin, eine Purpurhändlerin zum Glauben gekommen, die auch großen Einfluss hatte. Aber es waren nur wenige Juden da, also kaum Ansatzpunkt. Und dann ging es weiter, Thessalonich in Beröa. Und Thessalonich in Beröa gab es große Synagogen. Und da hat Paulus dann wieder angesetzt und evangelisiert. Leute kamen zum Glauben, Gemeinden entstanden. Es gab wieder Optionen. Ja. Immer das gleiche Spielen. Und in Beröa heißt es, waren die Leute edler als die in Thessalonich. Nicht genau geforscht in der Schrift, ob sie das verhält, wie Paulus sagt. Als sie es genau nachgeforscht haben, haben sie festgestellt, das verhält sich so. Und dann sind viele in Beröa zum Glauben gekommen. Und da gab es dann nicht so diese Opposition in Beröa. In Athen, der wichtigsten Bildungsorte der damaligen Welt, Athen, der Ort der Philosophen, da hat Paulus auch gewirkt, nicht so großen Missionserfolg eigentlich gehabt, aber auch da sind einige wichtige Leute, einige Leute zum Glauben kommen, auch eine auch hochgestellte Leute zum Glauben gekommen, die dann weiter im Lauf der Kirchengeschichte auch eine Rolle gespielt haben. Und dann kam er nach Korinth, eine sehr, sehr erfolgreiche Stadt, die aber zerkommen war, verdorben war, weil es war eine Hafenstadt und da waren viele Seeleute und da war viel Lunkenheit und viel Prostitution und dieses. Und da war Paulus dann in Korinth und hat eine riesen Missionsarbeit in Korinth gemacht. Es war, Gott hat gesagt, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und er blieb dann auch längere Zeit in Korinth, hat evangelisiert und dann die zwei Korintherbriefe. Also wissen wir also gerade von dieser Stadt Korinth dann sehr, sehr viel. Wenn wir über die Korintherbriefe reden, werden wir dann noch mehr darum hören. Und nachdem er Korinth gekommen war, ist er dann wieder nach Antiochien zurückgereist und hat in der Gemeinde Bericht gegeben. Und dann kommt die dritte Missionsreise, die dann noch weitere Kreise zieht, noch weiter ausgedehnt wird und noch weitere Westen. Ja, und zwar, er setzt in Ephesus an. Also der Bericht übergeht, wie Paulus im Einzelnen dahin kommt, sondern er kehrt nach Ephesus zurück, was er da versprochen hat, wo er schon mal war. Da hat vorher Apollos gewirkt und Apollos war ein mächtiger Verkündiger, war noch nicht ganz so gut informiert im Blick auf Christus, da hat er gewisse Defizite gehabt, bekommt das von Gemeindegliedern aufgeklärt und dadurch wird sein Dienst noch kraftvoller und mächtiger und ein wunderbarer Bibellehrer, der sehr nützlich war für die Gemeinden, der herumgereist ist und viele Gemeinden gestärkt hat und Menschen zu Jesus geführt hat. Und der hat Vorarbeit geleistet, als dann Paulus nach Ephesus kommt und dort hat er einen Riesendienst. Und wie zuvor schon Korinth, wo er länger war, ist jetzt bei der dritten Missionsreise, ist Ephesus so eine Nation, wo er sehr, sehr lange verweilt, 2 Jahre insgesamt wirkt und dann auch jeden Tag lehrt, stundenweise lehrt in der Schule Serranus heißt es da, wo er einfach Lehrvorträge hält und das Evangelium kündigt, Leute ausbildet, sie nicht nur theoretisch, sondern auch sie schon aussendet, schickt ihn zu evangelisieren in diese Umgegend. Also sowohl Korinth war eine ganz große Gemeinde, die sehr viel Ausstrahlungskraft hat und Ephesus, die Hauptstadt der römischen Provinz Asia, es war die zweitgrößte Stadt überhaupt im Römischen Reich. Also mehrere hunderttausend Einwohner. Und da hat Paulus ganz stark Station gemacht, ist 2 Jahre geblieben, hat da alles reingegeben, was er da geben konnte. Ist dann nochmal ein bisschen weitergezogen nach Griechenland, dann über Troas zurück und auf dem Rückweg nach Jerusalem. Wollte unbedingt zum Pfingstfest nach Jerusalem sein. Ist er dann vorbeigeregelt und hat in Milet da nochmal die Elsen geholt.
Er wollte nicht nochmal nach Ephesus, um keine Zeit zu verlieren, aber hat die Eltern von Ephesus geholt nach Milet und hat eine ergreifende Abschiedsrede an sie gehalten. Und alles, was von der Zeit her die nicht mehr aus sich betrachten können, das wäre sehr wichtig eigentlich. Aber da wird deutlich, also er sagt in dieser Rede, dass er sie nie wieder sehen wird, dass der Heilige Geist ihm das zeigt, dass er, wo er 2 Jahre gelebt hat, total enge Verbindungen hat mit denen, dass er wahrscheinlich, dass er nicht mehr dort beikommen wird. Und er tut eine Ermahnungsrede an die Ältesten halten, dass sie ihren Dienst gewissenhaft ausführen. Er sagt, wie er vorbildlich selber den Dienst getan hat. Und dann sagt er ihnen eine traurige Wahrheit. Und das ist ein neuntes internes Problem, was in der Gemeinde Jesu auftaucht und immer wieder auftaucht. Und was leider nicht ganz abzustellen ist, dass er dann in Kapitel 20 ihnen sagt, gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in die euch der Heilige Geist als Aufseher hingesetzt hat. Also Ältestendienst, Aufseherdienst, Aufsicht halt über die Gemeindeglieder, über die Seelen der Leute und sich da kümmert, nicht zum eigenen Vorteil, sondern einfach nur als Dienst. Und das ist ein ganz wichtiger Dienst und der ist vom Heiligen Geist beauftragt. Damit ihr treue Hirten der Gemeinde Gottes seid, so wie es der Oberhirte ist, so sind sie dann auch in der Gemeinde. Gott hat sie ja durch Blut seines eigenen Sohnes erworben. Und jetzt macht Paulus eine ganz traurige Mitteilung. Er sagt, ich weiß, dass nach meinem Abschied, nach meinem Abgang, wenn ich dann weg bin, gefährliche Wölfe bei euch eintreten. Ich meine nicht im übertragenen Wölfe, Leute, die mich geistlich zerstören. Gefährliche Wölfe bei euch eindringen und barmungslos unter der Herde wütend werden. Wie so ein Wolf eine ganze Herde reißen kann, so können solche Irrlehrer dann eine ganze Gemeinde verderben. Selbst aus euren eigenen Reihen, also aus der Reihe der Ältesten, werden Männer aufdringen und die Wahrheit verdrehen. Das ist die große Gefährdung der Gemeinde Jesu. Dass aus den eigenen Reihen Lehrer auftreten, Älteste auftreten, die das Wort Gottes verdrehen, die Wahrheit verdrehen, mit dem Ziel, Jünger des Herrn zu ihren Nachfolgern zu machen. Das ist der Punkt. Die machen dann die Jünger nicht zu Nachfolgern Jesu, sondern ihren Nachfolgern, ihrer Meinung, ihrer Position, ihrem Steckenpferd, ihrer theologischen Sonderrichtung, ja, und ihrer Lehre. Das ist das, die Herausforderung, besteht für die Gemeinde Jesu, dass aus den eigenen Reihen so Irrlehrer auftreten. Und die Lösung, die Paulus hier anmahnt, ist Wachsamkeit. Seid also wachsam. Einfach immer wachsam sein. Das kann passieren. Und dann wäre den Anfängen, ja, so früh wie möglich eingreifen, wenn so Dinge auftreten, wo Leute dann anfangen, falsche Sachen zu erzählen. Jesus sei nicht wirklich verstanden oder solche Sachen, was ja heute auch von Theologen erzählt wird. Ja. Ganz klare Irrlehre muss man abweisen. Seid also wachsam und denkt daran, dass ich mich 3 Jahre lang Tag und Nacht um jeden Einzelnen der Gemeinde bemüht habe, manchmal sogar unter Tränen. Also 3-jähriger aufopferungsvoller Seelsorgedienst des Paulus in Ephesus. Und sagt, das ist euer Vorbild. Mich als Vorbild. Ich habe mich um jeden Einzelnen gekümmert. Manchmal war es schmerzhaft, zusammen geweint. Oder ich musste weinen um Leute, weil die so schräg waren. Ja. Aber er sagt, und nun vertraue ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an. Also ist das hoffnungsvoll, das Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch im Glauben wachsen zu lassen und euch das Erbe unter denen zu geben, die euch zu seinem heiligen Volk, die auch zu seinem heiligen Volk gehören. Also dass ihr zum Ziel kommt, dass ihr das Erbe wirklich erreicht. Also das Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch im Glauben wachsen zu lassen, euch dann der Schluss das Erbe zu geben, das euch zusteht als Lob und Volk Gottes. Also da ist ganz wichtig, dass die Bibel, das Gottes, eine ganz wichtige Rolle in einer Gemeinde spielt. Das Wort der Gnade ist es, was uns bewahrt vor diesen falschen Lehren. Ja, oder dass Leute dann wie Jünger abziehen hinter sich her. Ja, und das Wort der Gnade, das Wort Gottes, ist uns der Maßstab und kann uns helfen, die Orientierung zu behalten. Und dann sagt er, denkt dran, ich habe irgendwie Geld verlangt von euch. Die irgendwie mit Geld daherkommen und Geld wollen von jemandem, da müsst ihr absolut alle Armsignale hochgehen. Ja.
Paulus sagt, mit meiner ganzen Lebensführung habe ich euch gezeigt, dass wir hart arbeiten müssen, um den Bedürftigen etwas geben zu können. Also er hat immer Händen gearbeitet, hat gejobbt, um sich selbst zu unterhalten und sein Muslim mit zu unterhalten, um den Leuten auf der Tasche zu liegen. Um klarzumachen, es geht nicht ums Geld verdienen in der Gemeinde Jesu. Es geht um Dienst. Und er ist ein großes Vorbild hier an dieser Stelle. Und der Herr hat ja gesagt, geben ist eher als nehmen. Und Paulus hat es praxiert. Also das war noch eine sehr wichtige Sache auf der dritten Missionsreise, was da in Ephesus, überhaupt in Ephesus geschieht und auch dann in dieser Rede mit den Eltern, ist theologisch geistlich sehr wichtig. Dann reist er nach Jerusalem zurück und hat Aufenthalt und ein Gelöbnis in Jerusalem. Und die letzten Kapitel der Apostelgeschichte, ganz kurz, ist wieder eine massive Eskalation der Opposition, denn jetzt wollen sie Paulus ins Gefängnis bringen, aber im Grunde genommen wollen sie ihn auch bringen und haben auch verschiedene Mordanschläge gegen Paulus. Und es ist sehr, sehr interessant, diesen hinteren Teil der Apostelgeschichte zu lesen, auch wenn er ganz anders ist von der Art, als es bisher, wo es um Missionsarbeit geht und Ausbau und neue Gemeinden gegründet und so. Jetzt geht es einfach um das Erleben des Paulus als Gefangener, aber wie Gott ihn da auch gebraucht. Er wird in Jerusalem verhaftet. Und kommt aber in dem Zusammenhang dann die Gelegenheit, vor den Juden auf Hebräisch oder Aramäisch dann seine Bekehrungsgeschichte zu erzählen und das Evangelium ganz klar zu verkündigen, auch wenn sie es nicht hören wollen. Er wird von Gott auf wunderbare Art und Weise vor Mordanschlägen bewahrt, hier alles geschildert und dann unter hohem finanziellen und personellen Aufwand von den Römern evakuiert nach Caesarea in der Nacht-Nebel-Aktion, damit er ermordet wird. Also wie Gott sogar die heidnische Weltmacht in Bewegung setzt und hunderte von Soldaten gebraucht und in Bewegung setzt, damit Paulus beschützt wird und heil bleibt. Die Reaktion Gottes auf diese Verhaftung des Paulus und diese Eskalation der jüdischen Opposition ist wiederum Intensivierung des Zeugnisses. Und der Paulus bekommt im Grunde genommen jetzt auch einen neuen Dienstschwerpunkt. Er war immer aktiv unterwegs auf der Straße, hat evangelisiert, war in den Städten und hat Gemeinden gebaut und gelehrt. Jetzt geht das plötzlich alles nicht mehr. Jetzt ist er gefangen und er wird insgesamt mehr Jahre im Gefängnis sein, die nächste Zeit. Erst in Jerusalem, kurz ein paar Tage, dann über 2 Jahre in Caesarea, dann durch eine lange Überbringungsfahrt nach Rom. Und dann sitzt er in Rom 2 Jahre im Gefängnis, U-Haft. Also 4 Jahre von seiner aktiven Missionstätigkeit ist er aus dem Gefecht gesetzt. Und trotzdem ist es keine verlorene Zeit. Gottes Uhren und Gottes Plan ist einfach oft anders, als wir denken. Wir würden denken, wie kann man so einen Spitzenmissionar praktisch rausnehmen lassen, ja, aus dem Spiel nehmen. Gott kann sich das leisten. Und Gott macht etwas mit diesem Spitzenmissionar. Er gebraucht ihn vor einigen Leuten, hochgestellten Persönlichkeiten, hält fantastische evangelistische Reden, wo er das Evangelium klar bezeugt vom Hohen Rat. Er wird gebraucht, vor dem Landpfleger Felix sich zu verteidigen und das Evangelium zu bezeugen. Vor König Agrippa tritt er als Gefangener und erklärt ihm das Evangelium und gelingt es, ihn zu bekehren. Das ist unglaublich. Und dann auf der Reise nach Rom, wo er dann einen Schiffbruch auch erlitt, auch das ist eine fantastische Missionsgelegenheit, wo über 270 Menschen dann auf dem Schiff sind, die den Schiffbruch überleben. Paulus eine ganz herausragende Führungsrolle spielt bei diesem ganzen Schiffbruch, weil er da der Ermutiger ist und der Leute sagt, wo es lang geht und ihnen das Evangelium auch sagt und ihnen vorhersagt durch die Versagung Gottes, dass die Leute überleben werden, ihnen Mut zuspricht. Und dann kommt Rom an und trifft die führenden Synagogenvorsteher aus den vielen Synagogen in Rom, trifft sich mit denen im Haus, erklärt ihnen das Evangelium. Von morgens bis abends erklärt er ihnen das Wort Gottes, dass Jesus der Messias ist. Also der Dienst hat sich verändert. Er ist Gefangener. Als dieser Gefangener hat er Gelegenheit wie nie zuvor, vor hochgestellten Persönlichkeiten das Evangelium zu beugen. Er hat Zeit wie nie zuvor zu beten, für all das, was er in den letzten Jahren gesät hat, für all die Gemeinden.
Und dann gibt es noch etwas, wofür wir Gott wahnsinnig dankbar sein dürfen, dass Paulus gefangen war. Denn er hat in der Gefangenschaft dann auch Briefe geschrieben, sogenannte Gefangenschaftsbriefe. Es ist nicht sicher, welche er davon in Caesarea geschrieben hat, welche dann in Rom geschrieben. Das ist nicht so entscheidend. Entscheidend ist, dass er in dieser Gefangenschaft Briefe geschrieben hat an die Gemeinde, die jetzt seit fast 2000 Jahren zu einem wesentlichen Bestand unseres Neuen Testaments gehören und enormer Wichtigkeit und Tiefe. Möglicherweise hat er den Epheserbrief, Kolosserbrief und Philemonbrief in Caesarea geschrieben. Philipperbrief, Sicherheit in Rom, wahrscheinlich auch den zweiten Timotheusbrief dann auch in Rom. Also es hat zur Buchproduktion beigetragen als Gefangener. Also es hat sich seine Rolle etwas verändert. Wir sehen, die Gemeinde ist unbesiegbar, sieht unaufhaltsam voran. Es gibt nur eine Richtung, Missionszeit voranzutreiben bis an die Enden der Erde. Und wir müssen uns darauf einstellen, auf massive Eskalation von Opposition bis hin zu Verfolgung mit Todfolge. Das gehört dazu. So wie Jesus durch Heiden zur Herrlichkeit, so eines der wichtigen Botschaften des Paulus, die er allen Jüngern gleich mit der geistlichen Muttermilch einbläut, ist, dass er sagt, dass wir durch viel Trübsal ins Reich Gottes eingehen müssen. Also Nachfolge Jesu, Dienst für ihn heißt auch Widerstand, Trübsal, Schwierigkeiten. Diese Schwierigkeiten sind auch oft von innen. Wir haben viele Schwierigkeiten gesehen innerhalb der Gemeinde oder innerhalb des Jüngerkreises. Aber es gab immer eine Lösung. Es gab immer eine großartige Lösung. Und bis zum heutigen Tag hat Gott Lösungen für Probleme, die auftreten, Gemeinde. Und die Krisen und Schwierigkeiten sind oft dann die wichtigen Knotenpunkte, wo es danach einen Riesensatz vorgeht. Ja. Ich denke auch, Corona-Zeit war schwierig für viele Gemeinden natürlich, aber es hat viele Gemeinden auch in der Hinsicht neuen Schub gegeben, in bestimmte Richtungen vorzustoßen, die vorher nicht da waren. Da gehört auch zum Beispiel diese Idee eines solchen Bastardes aufzunehmen und ins Internet zu stellen. Ja. Das sind auch Dinge, die vorher nicht auf dem Plan waren. Ja, lest die Apostelgeschichte, seht die Realität mit Widerstand und auch Schwierigkeiten, aber wie Gott immer vorwärts geht und auch diese Parallelität zwischen Petrus und Paulus. Es sind die ersten 30 Jahre, wie Gemeinde Jesu entstanden ist. Jeder Christ soll sich da gut auskennen. Wie die ersten 30 Jahre waren, eine enorme Dynamik war da in der Gemeinde Jesu, die aber auch bis zum heutigen Tag noch vorhanden ist.